Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Ich komme von der Firma Coinfinity, das ist meine Firma, die wir vor inzwischen fast 3 Jahren gegründet haben. Damals war noch nicht wirklich absehbar, dass man damit auch geschäftlichen Erfolg haben kann, ist aber der Fall. Mein persönliches Interesse an Bitcoin war ursprünglich, ich möchte fast sagen, fast philosophisch. Also ich habe davon gehört, 2011, und das war so im Raum gestanden, dass es ein Geldsystem geben könnte, das unabhängig von Staaten und Zentralbanken ist. Und das hat mich irgendwie interessiert. Das war aber rein als Gedankenexperiment für mich interessant. War nicht so, dass ich davon ausgegangen bin, dass das wirklich in der Realität Anwendung finden würde. Fast forward zu heute, 2017, gibt es einige Millionen Menschen auf dieser Welt, die Bitcoins verwenden. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist jenseits der 20, 30, 40 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben es hiermit schon mit etwas zu tun, das wirklich in der Realität Anwendung findet. Jetzt nicht nur irgendwas, was irgendjemand mal ausgedacht hat, was ein rein konzeptionelles Konstrukt ist, sondern es wird wirklich in der Realität Bitcoin für verschiedenste Anwendungszwecke verwendet. Und mein Ziel wäre es, dass wir nach dem Vortrag ungefähr ein Verständnis davon haben, was Bitcoin und digitale Währungen generell sind. Ich würde auch bitten, bei Fragen die einfach gleich zu stellen. Ich weiß nicht, ob das in eurem Sinn ist, aber ich glaube, es ist bei dem Thema besser, wenn man gleich fragt und darauf eingehen kann. Gut, das ist unsere Firma. Also bei uns kann man Bitcoins kaufen oder verkaufen, wenn man möchte, auch andere Währungen. Das ist ein generelles Bild dazu, was Blockchain-Technologie sein kann. Ich finde das einen ganz guten Vergleich, der ist nicht von mir, das habe ich gestohlen aus einem Buch. Ich finde es aber sehr passend, dass hier ist ein Vogelschwarm. Und dieser Vogelschwarm ist interessant, weil er von außen betrachtet quasi wie ein großer einheitlicher Organismus ausschaut, der sich bewegt, als würde irgendjemand an den Fäden ziehen, ein Puppenspieler, und das steuern, wie das ist. In Wirklichkeit folgt aber jeder dieser einzelnen Vögel in diesem Vogelschwarm nur einem internen Regelwerk. Da gibt es quasi keinen Leitvogel, der bestimmen würde, wo es hingeht, sondern jeder folgt einem eingebauten Regelwerk, und dadurch ergibt sich quasi von außen betrachtet so etwas wie ein kollektives Bewusstsein. Ein bisschen ähnlich ist es mit Bitcoin und Blockchain-Technologie. Es gibt in der Blockchain-Technologie, da bei Bitcoin, wenn wir jetzt das konkretisieren auf digitale Währungen, keinen zentralen Strippenzieher, der irgendwie entscheiden würde, wo es lang geht, sondern es gibt nur die Teilnehmer im Netzwerk, die es auf wundersame Weise irgendwie schaffen, global einen Konsens zu finden. Und das ist ähnlich wie hier. Es gibt keinen Entscheider im Bitcoin-System, trotzdem schaffen alle Teilnehmer, eine gemeinsame Wahrheit zu finden. Und das ist das eigentlich computerwissenschaftlich Interessante, wie das funktionieren könnte. Aber da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Begonnen hat das ganze Spiel mit Bitcoin mit diesem White Paper. 2008 hat es jemand gepostet in einer Kryptographie-Mailingliste. Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, hat es damals geheißen und heißt es nach wie vor. Ist nur 10 Seiten lang, kann man sich durchlesen, kann man am Wochenende durcharbeiten, ist gar nicht so schwer zu verstehen. In diesem White Paper ist das Konzept von Bitcoin beschrieben worden, und das Interessante ist, dass jetzt, einige Jahre später, dieses System eigentlich genauso, wie es damals konzeptioniert wurde, in der Realität in der Anwendung ist. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, wie man sowas erfinden konnte, ohne das in der Realität getestet zu haben. Und es funktioniert jetzt genauso, wie es da drin beschrieben ist. Das ist wirklich eine intellektuelle Sonderleistung. Was man wissen sollte vielleicht, ist, dass der Herausgeber, kann man da pointen, der Herausgeber namens Satoshi Nakamoto, das ist ein Pseudonym, man weiß nicht, wer das ist. Also wer der Erfinder von Bitcoin ist, ist nach wie vor unbekannt. Es gibt immer wieder Leute, die von sich selber behaupten, sie wären der Satoshi Nakamoto. Höchstwahrscheinlich sind sie es nicht, denn der echte Satoshi Nakamoto könnte ganz leicht einen kryptografischen Beweis antreten, dass er es ist, weil er über bestimmte private Schlüssel verfügen würde. Also man weiß es bis heute nicht, wer sie ist, und das ist auch interessant, dass damals schon eigentlich klar war bei der Erfindung von Bitcoin, dass man da aufpassen sollte und möglichst anonym bleiben sollte, und es ist auch bis heute gelungen. Jetzt wollte ich eigentlich auf meinem Rechner eine Demonstration einer Bitcoin-Zahlung machen. Ich werde es ausprobieren, ob es auf diesem Rechner so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weiß ich nicht, bitte um Verzeihung, wenn es nicht funktionieren sollte. Aber oft ist es einfacher, wenn man die Dinge mal gesehen hat und ausprobiert hat, anstatt darüber zu schwadronieren. Aber es schaut gut aus. Ist das jetzt Internet Explorer? Na, werden wir sehen. Chrome ist mir sehr sympathisch. Was ich jetzt machen werde, ist eine Transaktion im Wert von 1 Euro. So. Bist du jetzt auf deiner Homepage? Nein, da bin ich auf einer Website von der Firma BitPay. Das ist ein Zahlungsdienstleister, der
Services anbietet. Da brauchen wir zu Themazwecken noch eine E-Mail-Adresse. Mhm. So. Ich werde jetzt also. Na. Was ist das Ad-Zeichen? Ja, na. Das ist es. Ich werde jetzt eben nicht. Ohne Mikro vielleicht leichter. Ohne Mikro vielleicht leichter. Ja, ich tippe jetzt einfach irgendwas ein. Ich wollte jetzt eigentlich meine echte Adresse eintippen. Aber so, jetzt scheitert man nämlich an der E-Mail-Adresse. So, sehr gut. Gut, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt Bitcoin im Wert von einem Euro verschicken, und zwar an mein Gegenüber, die BitGift Foundation, das ist so eine Charity-Organisation. Und zwar sind das im Umrechnungsfaktor derzeit 0,001038 Bitcoins. Daran sieht man schon, dass ein Bitcoin derzeit relativ viel wert sein muss, wenn ein Euro so wenig Bitcoins sind. Und ich schicke das jetzt an diese Bitcoin-Adresse. Bitcoin-Adresse ist sowas, könnte man vergleichen wie mit der Kontonummer im Bankensystem, nur im Bitcoin-Universum gibt es eben eine Empfangsadresse, das ist das hier, also die Bitcoin-Kontonummer. Und wie mache ich das? Ich mache das jetzt nicht, indem ich das irgendwo eintippe, sondern ich habe hier bei mir am Telefon eine Bitcoin-Wallet, das ist nichts anderes als eine App, die ist gratis. Ich verwende Copay, gibt es viele verschiedene, aber das ist die App, die ich empfehlen würde. Und jetzt scanne ich hier diese Zahlungsinformation ab, da ist diese Empfangsadresse und der Betrag drinnen. Und werde jetzt die Transaktion erstellen. Touch ID. Was meine Wallet jetzt macht, meine Wallet schickt jetzt eine Information darüber, dass ich diese Zahlung durchführen möchte an die sie umgebenden 7 oder 8 Nodes. Und zack, die Rechnung wurde beglichen, Bitcoins wurden versandt. Und anhand dieses Demos sieht man einige interessante Aspekte von Bitcoin. Das erste ist mal die Schnelligkeit. Also grundsätzlich ist eine Bitcoin-Transaktion so schnell, wie eben Information braucht, um sie einmal um den Globus auszubreiten. In der kurzen Zeit sieht sie mein Gegenüber. Man muss aber dazu sagen, dass bis diese Zahlung wirklich als sicher angenommen werden kann, ungefähr 10 Minuten im Schnitt vergehen, weil so lange dauert es, bis diese Transaktion in einen Block aufgenommen wird in der Blockchain. Das ist jetzt was Technisches, aber grundsätzlich ist diese Blockchain nichts anderes als eine große Datenbank, wo alle Bitcoin-Transaktionen drinstehen, die jemals stattgefunden haben. Und irgendwann, so im Laufe von 10 Minuten ungefähr, kommt statistisch ein neuer Block drauf. Das ist nichts anderes als ein Paket von Transaktionen, die in den vorigen 10 Minuten passiert sind. Und die kommen dann oben drauf. Und nach diesem quasi Einbinden in die Blockchain ist die Transaktion wirklich sehr, sehr sicher. Davor könnte sie theoretisch reversiert werden, wobei das unwahrscheinlich ist. Das Zweite, was man sieht, und das haben wir schon gehört, Bitcoin hat Aspekte von einer Bargeldzahlung. Bitte. Wenn ich jetzt ein Empfänger von diesem 1 Euro bin und ich bekomme ja jetzt relativ zeitnah auch die Information, dass diese Überweisung funktioniert hat, oder? Genau, also so wie es jetzt BIN gemacht hat, weiß der Empfänger, Bitcoins sind versendet worden. Ich habe 15 Minuten, ist aber jetzt kein Risiko auf meiner Seite, wenn es jetzt ein größerer Betrag wäre. Doch. Also grundsätzlich sollte man sich selber bestimmte Risikoparameter setzen. Also ich persönlich akzeptiere Zahlungen im Wert bis ungefähr 250, 300 Euro, ohne dass sie in der Blockchain sind, weil es sehr, sehr schwierig wäre, diese Transaktion quasi umzudrehen und mir die Bitcoins nochmal wegzunehmen. Alles, was drüber ist, bin ich persönlich ein bisschen vorsichtiger und warte auf eine Bestätigung. Wenn man auf hohe Beträge wartet, 10.000, 100.000 Euro, sollte man auch mehr Bestätigungen abwarten. Denn je tiefer unten die Transaktion in der Blockchain ist, desto schwieriger wird es quasi, die Geschichte umzuschreiben. Das kriege ich über die Software, die ich verwende. Das bekommt man über die Software mit, ja. Also man steht dann zum Beispiel in der Wallet jetzt, vom Gegenüber würde stehen unbestätigt, dann würde steht eine Bestätigung, zwei Bestätigungen, drei Bestätigungen. Das ist relativ einfach einsichtig. Was aber noch wichtig ist zu erwähnen, um die Zahlung hier durchzuführen, war es nicht notwendig, irgendwelche sensitiven Daten einzugeben, Kreditkarteninformationen oder andere Dinge. Das war wirklich das Äquivalent einer Bargeldzahlung. Ich habe dem Händler oder dem Gegenüber einfach das Geld hinübergeschoben und zwar auch nur genau den Betrag, den er von mir wollte. Üblicherweise sind Zahlungen im Internet heutzutage zum Großteil so, dass es eine Pull-Transaktion ist. Das heißt, mein Gegenüber holt mir aus meinem Konto über die Kreditkarte oder über eine Lastschrift oder wie auch immer oder über Sofortüberweisung das Geld, das er haben möchte und hat Zugriff auf mein Konto, was ich eigentlich grundsätzlich vermeiden möchte. Bitcoin hieß hier ein alternatives Modell, wie man eben eine Zahlung als Push-Transaktion machen kann. Man schiebt dem Händler einfach den Betrag rüber und fertig. Ja, aber bitte. Das anonym ist mir auch nicht. Die Telefonnummer steht ja dahinter.
Also die Frage war ganz anonym, ist man ja auch nicht, weil die Telefonnummer dahinter steht. Also die Telefonnummer hat jetzt mit der Bitcoin Wallet per se mal nichts zu tun. Ich habe hier halt zufälligerweise auf meinem Telefon eine Bitcoin Wallet installiert, könnte ich aber genauso am Tablet, am Computer oder auf irgendeinem internetfähigen Gerät haben. Also die ist mit der Telefonnummer direkt jetzt nicht verknüpft. Und dass Bitcoin anonym ist, ist eigentlich auch eine mehr. Also ich würde sagen, dass Bitcoin pseudonym ist. Denn grundsätzlich ist es so, dass jede Bitcoin-Transaktion für alle Ewigkeiten in der Blockchain gespeichert ist und für jeden einsehbar ist. Also wenn man diese Bitcoin-Adresse, die wir vorher gesehen haben, in einer Website, in speziellen Websites eintippt, die heißen Block Explorer, kann man jederzeit sehen, wie viele Bitcoins zu welchem Zeitpunkt auf diese Adresse hinein- und rausgewandert sind. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr transparent, aber es ist nicht unbedingt eine Person an eine Adresse geknüpft. Also bei Bitcoin haben wir so ein bisschen das Problem, dass es auf der einen Seite gar nicht anonym ist und auf der anderen Seite sehr anonym ist. Es ist einfach was Neues. Es hat Aspekte von anonymen Zahlungsmitteln, aber auch Aspekte von einem ganz transparenten Zahlungsmittel. Das ist so ein Mittelding. Also wie Teilchen, Welle-Dualität beim Licht. Das ist auch einmal so und mal so. Bitte. Wie, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Lieferanten das bezahlen will, ja, gebe ich ja heute im Telefänger Rechnungsnummer zum Beispiel als Referenz mit, damit er weiß, was ich bezahle. Ja. So. Wie mache ich das da? Kann man durchaus auch machen. Kann man durchaus auch so machen. Was man meistens macht im E-Commerce, man generiert für jede Zahlungsaufforderung eine neue Bitcoin-Adresse. Man kann beliebig viele Bitcoin-Adressen generieren und diese Bitcoin-Adresse ist dann einer bestimmten Zahlung oder einem bestimmten Zahlungsvorfall oder einem Geschäftsfall zugeordnet. Damit hat man eine 1:1 Zuordnung zu dem. Das ist sehr, sehr einfach. Das kann man automatisch machen über Software, ja klar. Kann man sich die aussuchen auch oder wird die vorgegeben, diese Adresse? Die Adresse wird vorgegeben, aber in Wirklichkeit, und darauf komme ich jetzt zu sprechen, ist eine Adresse nichts anderes als der öffentliche Schlüssel, der zum privaten Schlüssel dazu gehört. Und wenn man Lust hat, kann man sich den privaten Schlüssel selbst generieren. Wenn man das machen möchte, üblicherweise macht es die Software für einen. Bitte. Du hast es einfach installiert und aus dem Bildschirm abfotografiert. Ja. Hätte ich in dieser Zeit das auch abfotografieren können? In deiner Wallet wäre was passiert. Natürlich, aber was du hättest machen können, du hättest nur an diese Bitcoin-Adresse auch Bitcoin senden können. Das ist eine öffentliche Kontonummer, so wie wenn du dein Bankomatkarte in die Kamera hältst, kann dir jemand Geld schenken oder Geld senden, aber er kann es nicht ausgeben. Also das ist, die Bitcoin-Adresse ist die öffentlich einsehbare Kontonummer, Public Key, und dazu zugehörig, dann springen wir gleich vor, wenn wir schon bei dem Thema sind, gibt es einen privaten Schlüssel. Also das ist die Bitcoin-Adresse, das ist quasi die öffentliche Kontonummer. Auf die hin kann man jederzeit Bitcoins schicken. Man kann sich das auch vorstellen wie ein transparentes Schließfach. Hinter diesem Schließfach mit dieser Nummer liegt ein bestimmter Bitcoin-Betrag. Das ist auch für jeden einsichtig. Also wenn man diese Bitcoin-Adresse weiß, kann man auf bestimmten Websites nachschauen, wie viele Bitcoins liegen auf dieser Adresse. Um aber die Bitcoins auszugeben, braucht man den privaten Schlüssel. Anhand dieses privaten Schlüssels kann man sich gegenüber dem Bitcoin-Netzwerk quasi als Eigentümer ausweisen. Mit dem privaten Schlüssel kann man Transaktionen signieren und jeder auf der Welt kann dann ganz einfach durch einen kryptografischen Test feststellen, ob man der Eigentümer von dieser Bitcoin-Adresse ist oder nicht. Bitte. Diese Adresse wäre jetzt im Prinzip einem Wallet zugeordnet. Dass wenn ich jetzt mehrere Wallets hätte, wären das andere Adressen oder ist das immer eine Adresse? Man kann, wenn man möchte, eine Adresse verwenden. Die meisten modernen Wallets generieren nach jeder einkommenden Transaktion automatisch eine neue Adresse. Mhm. Aus Privacy-Gründen. Weil wenn man nur eine Adresse hätte und irgendjemand kennt diese Adresse, dann kann man die gesamte Transaktionshistorie nachvollziehen. Möchte man vielleicht nicht unbedingt immer. Das macht die Software automatisch. Das macht die Software automatisch, ja. Gut, das haben wir jetzt eh schon geklärt. Also Bitcoin Wallet ist eine App, ist ein Programm, ist eine Software, die die digitale Geldbörse ist, mit der man Bitcoin senden und empfangen kann. Eine Sammlung von Adressen, weil eine Bitcoin Wallet kann beliebig viele Adressen erstellen und Adresse ist unter Anführungszeichen äquivalent zu einer Kontonummer, so kann man sich das vorstellen. Das haben wir eh schon gesehen. Meistens werden diese Adressen als QR-Code dargestellt, wenn man das dann nicht abtippen braucht, weil da verduppt man sich. Die Bitcoin-Adressen haben zwar eine Checksumme drinnen, also wenn man jetzt zum Beispiel das letzte D kleinschreiben würde, würde jede normale Wallet das verhindern, dass man dort Geld hinsenden kann, weil dann die Checksumme nicht passt, aber ja, das ist natürlich viel einfacher, das abzufotografieren, als abzutippen. Was ist, wenn die Gegenstelle sagt, sie hat das nicht bekommen? Dann ist es sehr, sehr einfach, weil man ja jederzeit auf der Blockchain nachvollziehen kann, auf welcher Bitcoin-Adresse wie viele Bitcoins liegen. Da kann man sagen, hier ist der Beweis, in der Blockchain steht genau, dass so und so viele Bitcoins dorthin gewandert sind. Das ist der sehr große Vorteil. Man kann Zahlungen ganz einfach nachvollziehen, ohne dass man dazu irgendjemanden bräuchte, der in der Mitte steht. Ein Treuhänder, eine Bank oder was auch immer. Das ist völlig richtig, das ist der große Nachteil. Also Bitcoin hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Wenn ich Bitcoins an eine falsche Adresse schicken sollte, dann sind die weg. Genauso wie wenn ich dir 500 Euro in die Hand gebe und du haust damit ab, sind die weg.
dann das ist so, das ist völlig richtig. Das ist auch dieses neue Paradigma, das viele Leute, die mit Bitcoin hantieren, noch nicht so ganz verstanden haben. Es gibt nicht die Firma Bitcoin, wo man dann anrufen kann, oder die Bitcoin Bank, wo man sich beschweren kann. Bitcoin bedeutet sehr große Freiheit, auch große Kontrolle über sein eigenes Geld. Es kann einem niemand reingreifen, wenn man es richtig macht. Auf der anderen Seite, wenn man die Bitcoins verliert oder überhaupt digitale Währungen, dann hat man Pech gehabt. Da ist man selber dafür verantwortlich. Und ich sage einmal, das ist auch der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass Bitcoin noch nicht massentauglich ist. Oder umgekehrt, dass die Masse noch nicht tauglich für Bitcoin ist. So könnte man es auch sagen. Also die Frage, wie man das sieht. Ja. Bitcoin Wallets gibt es eben für verschiedenste Kanäle am Smartphone, am Computer. Gibt es auch Online-Wallets im Web. Hardware-Wallets gibt es auch. Das sind eigene USB-Sticks, die das sehr sicher machen. Es ist nur wichtig, da habe ich glaube ich keine Folie dazu, möchte aber erwähnen. Ja, es ist nur wichtig zu verstehen, dass es Online-Wallets werden oft angeboten, wo man sich auf einer Website einfach registriert mit Username und Passwort und dort seine Bitcoins verwalten kann. Das ist eigentlich anzusehen wie eine Bitcoin-Bank. Da gibt man nämlich die Kontrolle über seine Bitcoins einer anderen Firma, zum Beispiel Coinbase oder wie die alle heißen, ist einfach und convenient. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, wenn diese Firma insolvent geht oder wenn diese Firma gehackt wird und man hat jenen, die Bitcoins anvertraut, dann sind sie weg, wie es bei einer Bank ist. Also meine persönliche Empfehlung wäre, immer eine Bitcoin-Wallet zu verwenden, wo man selber die Kontrolle über die Private Keys hat. Also das ist eigentlich das große Paradigma. Das ist das Herzstück. Wenn man Bitcoins wirklich haben möchte, dann muss man die privaten Schlüssel zu seiner Bitcoin-Adresse haben. Wenn man die aus der Hand gibt, wenn man jemandem treuhändisch Bitcoins überlässt, besitzt man Bitcoin eigentlich nicht wirklich. Genauso wenig, wie man das Geld auf der Bank eigentlich auch nicht wirklich besitzt. Weil wenn die Bank bankrott geht und es gibt keine Einlagensicherung, dann ist es weg. Aber auch, gut. Auch wenn ich es privat halte, wo liegt das? Kann das nicht auch gehackt werden? Ja, es kann theoretisch natürlich gehackt werden. Deswegen gibt es da verschiedene Sicherheitsstufen. Also zum Beispiel diese Hardware-Wallets. Ich habe dann welche mit zum Anschauen. Das sind, hier kann man die Bitcoins wirklich sehr, sehr sicher halten, weil diese Hardware-Wallets das physisch verhindern, dass die privaten Schlüssel das Gerät überhaupt verlassen. Das heißt, die kann man sogar an einen virenverseuchten oder trojanerverseuchten Windows-PC anschließen und braucht sich keine Sorgen darüber machen, dass die Bitcoins gestohlen werden könnten. Wenn man eine Standard-Wallet auf einem normalen Windows-Rechner vom Otto-Normalverbraucher installiert, besteht natürlich die gewisse Gefahr, dass irgendwer von außen die privaten Schlüssel dieser Wallet ausliest. Das ist richtig. Ja. Auch ein weiterer Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es noch nicht ganz so weit ist, dass die Masse wirklich mit Bitcoin hantieren sollte. Da muss auch noch einiges an Entwicklung passieren. Das heißt, ja, grundsätzlich schon, aber beim erstmaligen Einrichten dieser Hardware-Wallet wird man dazu aufgefordert, ein weiteres Backup zu machen. Und das ist dann paradoxerweise wieder was man sich auf ein Blatt Papier schreibt. Diese Backups dieser Wallets schauen so aus, dass man 12 oder 24 englische Wörter abschreibt, das sind Wörterbuchwörter. Das ist dann quasi der Master Seed, anhand dessen alle privaten Schlüssel abgeleitet werden können. Und wenn man das gut aufbewahrt, im Safe oder wo auch immer, dann ist auch das Verlieren der Hardware Wallet kein Problem. Wenn man das nicht hat, dann ist es ein Problem. Hardware Wallet ist jetzt immer USB-Stick, oder wie? Meistens, es gibt da verschiedenste, aber ich kann nur die zeigen, die ich hier habe. Das ist der sogenannte Tresor oder Trezor. Der ist ein Ding, das man per USB ansteckt. Moment. Kostet ungefähr 100 Euro. Ist jetzt nicht das allerbilligste Ding, aber ich würde sagen, wenn man ein bisschen auf Sicherheit bedacht ist, macht das durchaus Sinn. Das ist nur so ein kleines Ding, das steckt man in den Computer an, hat einige sehr, sehr interessante Sicherheitsfeatures. Also wenn ich das Ding da jetzt verlieren würde, würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass jemand von euch mir die Bitcoins klauen kann. Ihr habt zu Hause mein Backup, könnt ihr das wieder herstellen. Das heißt, du hast hier den 24-Wörter daran. Die habe ich zu Hause, genau. Du kannst es natürlich zum Anschauen durchgeben. Auf jeden Fall, also gerne. Kein Problem. Sehr gerne. Selbst wenn man das von euch jemand klauen sollte, würde ich mir jetzt ja keine Sorgen machen. Kurze Frage. Zahle ich dann, wenn ich den Händler gebe oder mit der App? Das ist wirklich eine Lösung. Natürlich, ja. Man kann diesen Trezor entweder an den Computer anstecken oder an Smartphone und kann dann über eine weitere Software auf den Trezor zugreifen, mit dem Transaktionen signieren. Man muss natürlich immer irgendwie ein internetfähiges Gerät haben, das im Internet ist. Also ohne Internet gibt es keine Bitcoin-Zahlungen. Das ist, ja, das ist klar. Das Gerät braucht man dann immer oder kann man ohne dem Gerät dann auch was machen? Das Gerät braucht man nicht immer. Man kann, wenn man diese 24 Wörter hat, das ist ein universeller Standard, kann man das auch in eine andere Wallet importieren und hat dann dort die Bitcoins. Das geht auch. Könnte man auch ein zweites solches Gerät verwenden, zum Beispiel? Ja, ja. Die Partnerin oder wer auch eins hat, dass man gemeinsam dann zugreifen kann auf die Kleine. Könnte man, ja? Könnte man. Hast du eine Partnerin gesagt, dass
dann wahrscheinlich kein Bitcoin-System, um den Partnerin zu treffen. Zur Bitcoin Wallet generell, also so der inoffizielle Slogan war oft Be Your Own Bank, also sei deine eigene Bank, das stimmt, aber das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, dass man sehr große Verantwortung hat, das habe ich schon erwähnt. Das heißt, wann immer man eine Bitcoin Wallet installiert, sollte man sich die Zeit nehmen, das Backup zu erstellen. Wir haben in Graz einen Store, wir haben den ersten Bitcoin-Automaten in Österreich damals bei uns installiert, vor ungefähr 3 Jahren. Wir haben ein offenes Büro, zu uns können die Leute kommen. Wir haben schon mit vielen tausenden Kunden Kontakt gehabt. Und ich sage mal, ungefähr 30 Fälle gehabt, wo die Leute dann bei uns waren und gesagt haben, nein, ich habe das Telefon verloren, bitte helft mir wieder, die Bitcoins wiederherzustellen. Hast du ein Backup gemacht? Leider nicht. Dann sind sie weg. Also ich möchte nochmal ausdrücklich betonen, bitte ein Backup erstellen. Denn wenn man mal um 500 oder 1000 Euro Bitcoins gekauft hat und die sind dann vielleicht das Zehnfache wert und man hat dieses Backup dann nicht, im Notfall ist es sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt aber, diese Backup-Funktion musst du für jede Art von Aufhebeplatz, sprich für jedes Wallet, was auch unterschiedliches nicht sein kann, jetzt extra machen. Wenn ich jetzt in Mycelium zum Beispiel welche habe, da habe ich ein Backup und genau. Das ist eine Hardware. Genau, das sind zwei separate 12-mal Worte. Genau. Wobei es vom Prinzip her das gleiche Muster ist, aber es sind zwei separate Container. Nicht Platz, sondern ein Backup pro genau. Platz. Genau, ganz richtig. Und die sind auch unabhängig voneinander. Das heißt, genau, die sind völlig unabhängig. Ja. Das heißt, könnte ich auch zwei solche Safes haben, das sagt, einen habe ich immer bei mir und einer liegt zu Hause irgendwo sicher und wenn ich den einen verliere, kann ich mit den anderen zugreifen oder brauche ich dann trotzdem diese Schlüsselwörter? Wenn du wolltest, könntest du diese 24 Wörter quasi als Basis auf zwei Geräten installieren und hättest damit Zugriff auf die gleichen Coins, wenn du das denn wolltest. Die Frage, ob das Sinn macht. Sicherheit ist quasi, als ein zweites Gerät in den Safe legen. Ja, genau. Das geht. Könntest du machen. Also wenn ich das verliere oder was auch immer, dann nimm es zweites. Könntest du auch machen, ja? Natürlich. Wenn das recht verstanden, die Wallet kann dann aufgeladen werden. Aufgeladen. Ich kann mit der Wallet Bitcoins senden und empfangen. Genau. Also im ersten Schritt natürlich mal empfangen. Wenn ich zwei Wallets habe, kann ich von dem Bank-Wallet auf mein Silium-Wallet und Handy Bitcoins transferieren. Wenn genau. Genau. Okay, kann man sich vorstellen, einfach wie zwei Bank-Accounts, wie zwei Bankkonten. Ich kann vom Bank-Austria-Account an meinen eigenen EasyBank-Account hin und her schicken. Größere Beträge aufliefern auf seinem Ding im Safe. Genau. Beträge zum ganz Appen richtig, ganz richtig. Handy. Also meine Empfehlung ist, eine Wallet-App am Smartphone einfach so zu behandeln wie das, was ich da jetzt nicht rausnehmen kann, wegen dem Mikro, also meine normale Geldtasche, da habe ich ja jetzt auch keine 5000 Euro immer dabei, sondern 50, 100 Euro, was ich brauche, und den Rest auf einer Hardware-Wallet zu installieren. Das wäre wahrscheinlich das Schlauste. Bei der Online-Überweisung war das Verhältnis Bitcoin zu Euro ungefähr 1000. Ist das richtig? Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir bei ungefähr 2500 Euro pro Bitcoin. Ja, ich dachte, das sei eine Online-Überweisung. Das sei eine Online-Aktion gewesen. Das war online, ja? Sie haben für 1 Euro 0,001 Bitcoin gekriegt, oder 1 zu 1000. Ja. Ihr habt es nicht mehr genau im Kopf, ich kann auch schon. 0,001 war es. Also der Bitcoin-Preis ist de facto jetzt gerade, also der Bitcoin-Preis, der ungefähre Referenzpreis bei 2460. Warum steht da 260 Euro? Ich schaue einfach nach in der App, was ich wirklich konkret bezahlt habe. Auf Bitcoin. Und AP steht 2.691. Genau, da ist nämlich auch die Gebühr einberechnet in den Preis. So. Die Gebühr ist beim Umrechnen von Bitcoins gängig? 5%, 1%, 10%? Welche Gebühr? Zum Eintauschen. Euro, Bitcoins, Euro. Was zahlt man da an Gebühr? Das kommt ganz darauf an, auf das Service, das man verwendet. Also ich sage mal, wenn man bei uns über unsere Website per Banküberweisung Bitcoins kauft, zahlt man eine Gebühr von 1%. Wenn man Bitcoin-Bon verwendet, das ist dieses Gutscheinprodukt, das man in der Trafik kaufen kann, da zahlt man 8% Gebühren. Mache ich nie wieder. Ist völlig verständlich. Ich sage, das ist auch ein Produkt von uns, also deswegen sollte ich eigentlich Werbung machen. Aber ich sage einmal, es ist de facto sehr teuer. Das liegt aber daran, dass natürlich mehr als wir noch verdienen wollen. Der Trafikant will was verdienen, der diese Bondrucker dort betreibt, will auch was verdienen. Also meine Empfehlung ist, um 25 Euro gerne dort Bitcoins kaufen, um 50 vielleicht auch noch, aber der Rest sollte man sich selber überlegen, ob das schlau ist. Gibt es dann noch Tipps im Laufe des Vortrags, wo man vielleicht sinnvollerweise Bitcoins kauft und welche braucht? Gibt's, genau. Warte ich drauf. Gut, jetzt gehen wir mal da weiter, was grundsätzlich Bitcoin überhaupt ist. Also wir haben mit dem Wort Bitcoin verschiedene
wir bezeichnen damit verschiedene Dinge und das sollte man mal separieren. Auf der einen Seite ist, wenn wir über Bitcoin sprechen, sprechen wir über ein Zahlungsnetzwerk, nämlich über ein dezentrales Zahlungsnetzwerk, wo es keine ausgezeichnete Stelle gibt, die in der Mitte sitzt, sondern nur gleichberechtigte Teilnehmer, die in diesem Bitcoin-Netzwerk agieren. Und dieses Zahlungsnetzwerk hat gewisse Eigenschaften. Es ist Peer-to-Peer. Eine Bitcoin-Zahlung ist immer von einer Person direkt an eine andere Person. Oh, wieder zurückbekommen, also ihr seid ehrlich, das ist schön. Die Transaktionen sind relativ schnell, das haben wir schon gehört. Und was sehr wichtig zu verstehen ist, die Bitcoin-Software ist Open Source. Das heißt, der Quellcode dieser Software ist für jeden einsichtig. Wenn man möchte und wenn man der Programmiersprache mächtig ist, kann man sich anschauen, wie diese Bitcoin-Software funktioniert. Das heißt, es gibt dort nichts, was quasi hinter den Kulissen passieren würde. Das ganze System hat eine relativ niedrige Einstiegsschwelle, denn was brauche ich, um Bitcoin zu verwenden? Ich brauche irgendein Gerät, ein Smartphone, ein Tablet, einen Computer und ich brauche Internetzugang. Und wenn wir eines gesehen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist, dass das wahrscheinlich irgendwann einmal bald 100% Durchdringung haben wird, auch selbst in den entlegensten Teilen dieser Welt. Ich kann mir aber jetzt zum Beispiel in Nigeria, in irgendeinem Dorf, keine Ahnung, am Land, wahrscheinlich eher nur schwer ein Bankkonto eröffnen und mir eine Kreditkarte besorgen. Ich kann mir aber sehr wohl eine Bitcoin-Wallet auf mein Handy installieren, wenn ich eines habe. Das heißt, ich habe plötzlich die Möglichkeit, weltweite Zahlungen durchzuführen, ganz egal, wo ich mich befinde. Sei es in China, Indonesien, Nigeria, Österreich, Kroatien, wo auch immer. Bitcoin kennt per se keine Grenzen. Überall dort, wo Internet verfügbar ist, ist auch potenziell Bitcoin verfügbar. Es gibt eine Studie übrigens von der Weltbank, dass 2 bis 3 Milliarden Menschen weltweit kein Bankkonto haben. Warum auch immer, weil sie zu wenig Geld haben, um sich die Buskarte in die nächste Stadt zu kaufen. Die sind potenzielle Bitcoin-Verwender oder überhaupt Verwender von digitalen Währungen. Und wir werden nachher später auch noch sehen, dass gerade in diesen Regionen das Wachstum von Bitcoin viel größer ist als bei uns und auch die Anwendung in der Realität. Müsste der Busfahrer in Äthiopien das akzeptieren? Er müsste es akzeptieren, nein, das ist eine andere Geschichte, ob er es macht. Also, wenn du schon Bitcoin hast, brauchst du kein Bankkonto mehr. Denn du fragst oder die Stadt vor. Bisschen koordinierter fragen und nicht dazwischen reden einfach. Nein, das war ja eine gute Frage, aber danke für die Maßregelung. Hätte ich das Frage formulieren sollen? Ja, dann hätte es gepasst. Eben war es wurscht. Gut, und auf der anderen Seite verschicken wir über dieses Zahlungsnetzwerk jetzt keine Euro oder US-Dollar oder irgendwas, sondern, und das ist wichtig zu verstehen, eine eigene Werteinheit, eine digitale Werteinheit, nämlich den Bitcoin. Ob man jetzt dazu Währung sagen kann, ist eine andere Frage, das ist wahrscheinlich ökonomisch oder wirtschaftswissenschaftlich nicht ganz korrekt, aber es ist ein eigener Wertträger. Und dieser Wertträger existiert nur im Internet, da gibt es keine physische Entsprechung, also da ist jetzt auch kein Gold dahinter, dass das irgendwie deckt, was übrigens bei unseren nationalen Währungen auch nicht mehr der Fall ist, aber das ist ein rein digitaler Wertträger und das ist dieses neue Paradigma, dass es etwas gibt, das unfälschbar für einen Wert steht. Ein Bitcoin kann ja nicht fälschen. Bitcoin ist quasi wie sowas wie eine Goldmünze, die ich in der Tasche habe, nur auf digitalen Wege. Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ist es natürlich sehr interessant, das ist das, was wir am Anfang gehört haben. Blockchain-Technologie macht das Feld noch viel weiter auf. Das, was wir jetzt als Bitcoin für Geld verwenden, können wir theoretisch für jede Art von Eigentumsrecht verwenden. Ich kann zum Beispiel auch sagen, das Eigentum, meine 10% an einer Firma, die ich habe, könnte durch einen digitalen Token, durch einen digitalen Wertträger repräsentiert werden. Und ich könnte dieses Eigentumsrecht sofort von A nach B direkt an eine andere Person versenden oder auf einen Marktplatz verkaufen. Das heißt, da wird in Zukunft noch sehr viel Interessantes passieren anhand dieser Technologie. Und dann würde ich so weit gehen zu sagen, dass digitale Währungen, Kryptowährungen eine ganz neue Asset-Klasse sind, jetzt aus Investmentsicht. Das hat gewisse Eigenschaften von Rohstoffen, von Gold, aber auch gewisse Eigenschaften von Finanzprodukten, von Aktien. Und das Interessante ist, dass wenn man mit Behörden und Institutionen darüber spricht in Österreich, keiner weiß genau, wie er das einstufen soll. Also die FMA weiß nicht, was sie mit Bitcoin anfangen soll, die Wirtschaftskammer weiß es nicht, das Finanzministerium weiß es nicht genau. Es gibt diese Schublade, wo Kryptowährungen eigentlich reingehören, die gibt es noch nicht. Die wird aber sehr bald aufgemacht werden müssen, weil, das werden wir dann auch noch sehen, die Nachfrage derzeit enorm groß ist nach Kryptowährungen und auch die Verwendung. Das ist sehr interessant, das kommt von der Bank of England, also von der Zentralbank von England, wo man sich denken sollte, das ist eigentlich ein traditionelles Bankinstitut, das möglicherweise Interesse hat, die traditionellen Währungen zu erhalten, aber nein, die haben sehr, sehr interessante Studien und Reports auf ihrer Seite, die kommen in einem Report zum Schluss, dass digitale Währungen härteres Geld werden als ein Goldstandard. Wie kommen sie dazu? Das liegt daran, dass Bitcoin, das übrigens auch oft als digitales Gold bezeichnet wird, eine ganz spezielle Eigenschaft hat. Und jetzt kommen wir zu einem Kernpunkt von Bitcoin.
Es gibt maximal 21 Millionen Bitcoins. Bitcoin ist in der Menge begrenzt. Also es gibt maximal 21 Millionen dieser Werteinheiten, die man herumschieben kann, die man versenden kann. Wobei oft dann die Menschen sagen, oh, jetzt ist ein Bitcoin schon so viel wert, jetzt kann ich mal keinen kaufen, weil er kostet 2500 Euro. Nein, ein Bitcoin ist unterteilbar in 100 Millionen Untereinheiten. Also was im Eurosystem der Cent ist, ist im Bitcoin-System der sogenannte Satoshi, zu Ehren des Erfinders. Das heißt, ich kann mir theoretisch auch um einen Euro Bitcoins kaufen, das sind dann halt nur, ja, keine Ahnung, 1000 Satoshis oder 10.000 Satoshis. Das hier ist die Kurve, wie diese Bitcoins in Existenz kommen. Und das ist auch aus meiner Sicht etwas sehr Interessantes für ein Geldsystem, wenn man es im weitesten Sinne so betrachten kann. Man weiß zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, wie viele Geldeinheiten zirkulieren werden. Wir wissen es im Eurosystem derzeit zum aktuellen Stand möglicherweise mit annähernder Wahrscheinlichkeit, was aber in 5 Jahren in unserem Eurosystem zirkulieren wird, ist völlig unbekannt, das kann niemand wissen, auch kein Herr Draghi oder wer auch immer, weil es einfach nicht festgelegt ist. Bitte, ja? Kriegen wir die Folien nachher, brauchen wir nicht abzeichnen. Ihr könnt es gerne haben, ja, sicher, klar. Aber diese 21 Millionen oder Milliarden, das ist ja Millionen, ja. Fiktive Zahl. Ist eine willkürliche Zahl. Könnte genauso 200 Millionen sein oder 10 Stück. Die kann morgen vielleicht dann doch 25 Millionen sein. Eben nicht, das ist das sehr, sehr Interessante. Ja, aber wer sagt das? Genau, wer sagt das? Und da sind wir wieder beim Vogelschwarm. Das sagt niemand und alle. Wenn alle Bitcoin-Teilnehmer oder alle Bitcoin-User sich einig werden würden, dass die 21-Millionen-Grenze schlecht ist und wir brauchen jetzt plötzlich 200 Millionen, dann würde es funktionieren. Wenn das nur einer sagt, dann funktioniert das nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Bitcoin-Client installierst, das ist ja Open-Source-Software. Du kannst bei dir in deiner lokalen Kopie einfach statt 21 210 reinschreiben und sagen, wir sind 7 Milliarden Menschen, wir brauchen 210 Millionen Coins, sonst funktioniert das nicht, dann hast du eine Bitcoin-Version, die mit der anderen Version nicht kompatibel ist. Alle anderen Teilnehmer im Netzwerk würden das nicht akzeptieren. Wenn man die Bitcoin-Software installiert, dann muss man dem Regelwerk zustimmen oder man ist in einem Seitenkanal, der, ja, das ist dann quasi eine andere Coin. Und es gibt auch, und dann springen wir da vielleicht vor, es gibt neben Bitcoin auch noch sehr, sehr, sehr viele andere Coins, die eben genau das gemacht haben, die gesagt haben, wir wollen eine Änderung, wir finden das, was Bitcoin macht, in diesem und jenem Aspekt nicht gut. Und dann kommt eine sogenannte Altcoin hinaus, also eine alternative Coin. Und da gibt es, das ist eine Website, die heißt coinmarketcap.com, da gibt es inzwischen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Das sind alles andere digitale Währungen. Das ist nur die erste Seite mit 100. Die haben alle gewisse Änderungen. Am Anfang von diesem Stammbaum der digitalen Währungen steht Bitcoin. Und dann haben sie gewisse Gruppen gefunden, die gesagt haben, wir müssen dieses und jenes anders machen. Und dann kommt man eben zu anderen Coins. Also ja, man kann Änderungen machen, nur dann hat man eine inkompatible Software. Außer es stimmen alle darin überein, dass diese Änderung gut ist. Und gerade bei diesen 21 Millionen, bei dieser 21-Millionen-Grenze wird es sehr, sehr schwierig sein, die zu ändern, weil die eigentlich das Kernstück dafür ist, dass der Bitcoin in den letzten Jahren seinen Preis raufgegangen ist. Und niemand wird wollen, dass man quasi die Geldmenge verwässert und durch die Einheit, die man selber hält, weniger wert wird. Bitcoin ist gleich digitales Gold, ist derzeit wahrscheinlich der bessere Vergleich als Bitcoin ist digitales Bargeld, denn ehrlicherweise muss man sagen, dass Bitcoin derzeit wahrscheinlich eher als Store of Value oder als Investment-Tool verwendet wird, als Zahlungsmittel im Internet. Es hat zwar beide Aspekte, aber derzeit ist Bitcoin sicher eher ein Anlageobjekt als ein Zahlungsmittel. Ja, aber können sich da nicht alle einig werden, dass wir sagen, es ist nur mehr die Hälfte, es gibt nur mehr 10 Millionen, dann ist es doppelte wert, alles was ich schon habe. Nein, es hat eins auch doppelt verwirrt. Ja, ja. Aber ich meine, wenn sich alle einig sind, ist auf einmal das Geld quasi dein Coin doppelt so bewährt. Und wo nimmst du das weg? Ist die Frage, wo du es dann wegnimmst. Das wird natürlich sehr schwierig. Ist im Umlauf. Also, oh ja, 18 Millionen sind schon im Umlauf. Achso. Drei Viertel der Bitcoin sind schon im Umlauf. Ne? Zu spät. Prinzipiell ist das ein großer Vorteil von Bitcoin, aber auch ein großer Nachteil. Also vielleicht kommen wir kurz darauf zu sprechen. Es gibt natürlich im Bitcoin-System technologische Weiterentwicklungen. Dort wird weitergebastelt, weil man natürlich voranschreiten möchte. Im Bitcoin-Universum ist es aber sehr, sehr, sehr schwierig, irgendwelche Änderungen durchzubringen. Und derzeit gibt es ein großes Problem, die sogenannte Block-Size-Debatte. Ein Block, der gerade in die Blockchain reingeschrieben wird, ist auf 1 Megabyte Dateigröße limitiert derzeit. Was noch sehr wenig klingt und auch sehr wenig ist. Das war ursprünglich eigentlich gedacht so als Art Spam-Schutz, damit man nicht beliebig viele Transaktionen einfach reintun kann. Diese 1 Megabyte-Grenze wurde am Anfang mal installiert und man hat gesagt, ja gut, später werden wir das ja irgendwann ändern können. Derzeit sind wir an dem Punkt, wo es zwei Gruppen gibt,
die unterschiedliche Konzepte dazu haben, wie man das machen könnte, und die kommen einfach nicht zum Konsens. Und deswegen ist Bitcoin derzeit, was dieses Problem betrifft, am Stillstand angelangt. Da schafft man es nicht, dass sich alle einig werden, und dann ist einfach mal Stopp. Kann man aber auch positiv betrachten, in dem Sinne, dass man sagt, wenn nicht alle das schaffen, dass sie sich einigen, dann gibt es halt keine Änderung. Also das hat zwei Seiten, diese ganze Thematik. Gibt es eine technische Gefahr dahinter oder eine Limitierung dahinter, wenn diese ganze Datenbank zu groß wird? Da gibt es ja auch so Diskussionen immer wieder. Natürlich, also die Bitcoin-Blockchain hat derzeit schon über 100 Gigabyte. Das ist nicht wenig. Wenn Bitcoin sowas wie eine Weltwährung werden würde und jeder Mensch verwendet es, dann wird das natürlich explosionsartig in die Höhe gehen. Was macht man dann? Das ist ganz sicher unter offene Punkte und Fragen einzuordnen. Bisher wird immer so argumentiert, dass eben durch diese Limitierung von 1 Megabyte alle 10 Minuten das derzeit gar nicht passieren kann, und auf der anderen Seite natürlich auch die Speicherkapazitäten dementsprechend pro Jahr mitwachsen. Aber es ist eine offene Frage. Ja? Könnte zu einem Problem werden, es ist richtig. Das auf jeden Fall, um ein Gegenbeispiel zu bringen, kann im Bitcoin-System nicht passieren. Man kann keinen 100 Billionen Bitcoin-Schein drucken, ich meine, Scheine gibt es sowieso keine, aber man kann nicht nach Belieben einfach, so wie damals in den 30er Jahren in Deutschland, Geld drucken, wo diese Dame das Geld lieber verfeuert hat, weil der Brennwert höher war als die eigentliche Kaufkraft. Das ist auch jetzt, ganz gleich, nur den Gedanken schon zu Ende bringen, das ist auch jetzt gerade de facto Standard in einigen Ländern dieser Welt, beispielsweise Venezuela. Venezuela herrscht wirklich Hyperinflation, die wissen gar nicht, ob sie 500 oder 1000% Inflation haben, weil es so schnell geht. Dort muss man wirklich, das ist jetzt nicht nur eine blöde Schlagzeile, sondern die Realität, wenn man dort bezahlen möchte mit seiner staatlichen Währung, muss man das Geld bei den meisten Händlern auf die Waage legen, weil man es gar nicht mehr abzählen kann. Dann wiegt man einfach ab, wie viel ist das, und dann hat das mit ungefähr geschätzt, was das Geld wert ist. Und da jetzt wieder zurück der Sprung zu dem, was ich anfangs gesagt habe, das sind Regionen, wo Bitcoin in der Realität viel, viel mehr verwendet wird als bei uns, auch im Alltag, wo man vielleicht wirklich sein Semmel beim Bäcker mit Bitcoin bezahlen kann, weil man dort dem Wertverlust der nationalen Währung einfach entkommen kann. Und weil man bei Bitcoin dort eine viel stabilere Währung hat als die nationale Währung, obwohl Bitcoin natürlich sehr volatil ist, keine Frage. Aber in diesen Ländern wächst Bitcoin viel rascher als bei uns. Da gibt es auch einen ökonomischen Leidensdruck. Wir werden Bitcoins vielleicht verwenden, also ihr hier, weil ihr vielleicht ein technisches Interesse haben an dem Thema, der größte Teil der anderen in Österreich, die Bitcoins verwendet, wahrscheinlich, weil sie Spekulationsgedanken haben. Aber in diesen Teilen der Welt hat es wirklich einen konkreten Nutzen für die Menschen, Bitcoin zu verwenden. Bitte, da war eine Frage. Frage ist, 21 Millionen ist also die Obergrenze. Wie hat man sich geeinigt? Hat man sich nicht geeinigt, sondern das war einfach der Satoshi Nakamoto, hat das am Anfang definiert, und so war es dann einfach. Das heißt also praktisch, wenn man die Software installiert, ist man mit dem einverstanden? Dann ist man damit einverstanden, ganz korrekt. 21 Millionen steht nicht drinnen, sondern es steht eigentlich was anderes drinnen. Und zwar, hüpfen wir nochmal zurück, alle 10 Minuten kommt ein neuer Bitcoin-Block zustande, und mit diesem Bitcoin-Block werden neue Bitcoins generiert. Am Anfang war das in den ersten 4 Jahren 50 neue Bitcoins, da oben steht es, ich habe eh da den Pointer, 50 neue Bitcoins alle 10 Minuten für die ersten 4 Jahre. Danach, oder eigentlich für die ersten 210.000 Blöcke. Danach ist das halbiert worden auf 25 Bitcoins pro Block alle 10 Minuten. Das ist ein weiteres Mal halbiert worden. Wir sind jetzt gerade in dem Zeitraum, wo alle 10 Minuten ein Bitcoin-Block entsteht mit 12,5 Bitcoins. Und wenn man das aufsummiert, das ist so eine geometrische Reihe, kommt bei irgendwann einmal, nähert sich das Ganze an die 21 Millionen an. Das heißt, die Zahl 21 Millionen steht jetzt nicht definiert drinnen, aber dieser Algorithmus, das sind nur zwei Zeilen, wo drinnen steht, dass alle 210.000 Blöcke dieser Block-Reward einfach halbiert wird. Und das wird dann aufsummiert, und irgendwann kommen wir mal an die 21 Millionen an. Oder fast. Und was ist dann? Dann werden keine neuen Bitcoins mehr erzeugt. Oder nur mehr ganz, ganz kleine Teile. Und wenn dann wer noch Bitcoins will, wie kriegt man die dann? Wann immer? Die Bitcoins zirkulieren. Was wäre, wenn einmal alles Gold der Welt aus der Erde rausgeholt werden würde? Dann geht man zum Goldhändler, kauft da das Gold, das ein anderer verkauft hat. Also wenn ihr euch heute Bitcoins kauft bei einem Bitcoin-Händler, dann sind das keine Bitcoins, die jetzt neu erzeugt worden sind, sondern die Bitcoins sind wahrscheinlich durch schon zig Hände gegangen. Die zirkulieren einfach. Der eine kauft, der andere verkauft. Und wo liegen die, wenn sie gerade jemand nicht hat? Also angenommen, irgendwer hat sie immer. Verkauft und kauft schon kein anderer. Was heißt das Geld, das gerade nicht jemand hat? Irgendwer hat es immer. Also, das kann es nicht geben. Das kann es nicht geben.
so wie Bargeld. Also, das ist ja nur eine Transaktion. Genau, ganz richtig. Aber es wird kann ich selber auch Bitcoins erzeugen? Ja, kann man, wenn man möchte. Es ist höchstwahrscheinlich für den privaten Benutzer jetzt nicht mehr wirklich sinnvoll, weil die Stromkosten bei so einem normalen Notebook, das man Bitcoins meinen lässt, wahrscheinlich ungleich höher sind als der Ertrag, den man hat. Das rührt daher, dass es im Bitcoin-Netzwerk einen Parameter gibt, der nennt sich Schwierigkeit oder Difficulty auf Englisch. Und der schaut so aus, das Bitcoin-Netzwerk hat das Ziel, alle 10 Minuten einen neuen Block zu erzeugen. Und das wird überprüft, ungefähr alle 14 Tage. Alles im Protokoll dezentral festgelegt. Wenn das Bitcoin-Netzwerk feststellt, dass diese Zeitspanne kürzer als 10 Minuten war, dann geht es davon aus, dass mehr Rechenleistung ins Netzwerk reingekommen ist und dadurch wird der Parameter der Schwierigkeit erhöht. Das ist einfach nur eine Zahl, die wird draufgesetzt. Das macht für die Bitcoin-Miner wieder schwieriger, Bitcoins zu erzeugen. Und jetzt ist es so, dass diese Schwierigkeit schon so hoch ist, weil so viele Menschen Bitcoin minen, dass man inzwischen angefangen hat, auf normalen Computern gar nicht mehr Bitcoins zu minen. Dann ist man früher oder später mal zu Grafikkarten gegangen, weil man gesehen hat, da hat man einen höheren Output. Inzwischen braucht man eigene Chips, die man sich kaufen muss. Also wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie man günstigen Strom bekommt, wenn man gut kühlen kann, wenn man gut skalieren kann, was solche Computer-Racks betrifft, könnte man vielleicht, wenn man es halbwegs professionell macht, noch profitabel meinen, aber alles andere ist für den Privatanwender leider nicht mehr profitabel, muss man sagen. Es wäre schön und es war auch die ursprüngliche Idee, glaube ich, dass jeder Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk auch gleichzeitig Bitcoin-Miner ist, hat aber in der Realität nicht so funktioniert. Also es gibt, ich würde mal sagen, einige 10 bis 100.000 Leute, die Bitcoins meinen, die schließen sich aber immer mehr in Gruppen zusammen. Also es ist ein wenig vom dezentralen Charakter, was dieses Bitcoin-Mining betrifft, weggegangen. Muss man ehrlicherweise dazu sagen. Leider. Ich habe gehört, dass manche Wallets mehrere Tage brauchen, ganz einfach, wenn man es installiert. Das wird dann wahrscheinlich das sein, weil die komplette Chain übertragen wird. Genau, also wenn man sich den Referenz-Client installiert, Bitcoin Core Software, dann muss der zuerst einmal diese 110 GB runterladen, verifizieren. Übers Handy eher nicht, da hat man eine sogenannte Lite-Client, der nur die Header dieser Blöcke runterlädt. Und das dauert. Das dauert 1, 2, 3 Tage. Und in der Zwischenzeit hat man auch keinen Zugriff auf seine Bitcoins, weil die Software noch gar nicht weiß, dass diese Transaktion stattgefunden hat. Das ist durchaus ein Problem. Ja? Also deswegen weichen auch viele Leute auf sogenannte Lite-Clients aus, die meistens das tun können, was sie tun sollen, aber keine richtigen verifizierenden Full-Nodes sind. Also im Idealfall würde jeder Bitcoin-User auch die vollständige Blockchain vorrätig haben, um dadurch alle Transaktionen kontrollieren zu können. Das ist aber heute de facto nicht mehr der Fall. Auch hier habe ich am Telefon keine 110 GB Bitcoin-Blockchain drauf, sondern das ist eine Wallet, die nur die Header der Blöcke runterlädt. Bei dem Beutetierte steht den Speicherplatz drauf und das müsste erst alles einmal übertragen. Ne? Genau. Genau. Das darf den kleinen Kastel da ist. Da ist gar nichts drauf, ne? Was die Blockchain betrifft. Auf dem kleinen See. Nein, da ist gar nichts drauf. Aber ich habe bei mir auf meinem MacBook habe ich natürlich die volle Blockchain drauf. Da habe ich schon. Aber das ist eher Idealismus. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Ich möchte auf eines hinweisen, weil wir in Österreich sind. Also es gibt in Österreich gibt es die ökonomische Schule, die heißt Österreichische Schule der Nationalökonomie. Die kennt bei uns kaum jemand oder wenige, weil bei uns eher der Keynesianismus gelehrt wird. Das ist so das derzeitig gültige wirtschaftliche Modell. Und interessanterweise kann die österreichische Schule sehr viel von dem, was digitale Währungen jetzt tun, erklären oder zumindest besser verstehen als andere Schulen. Es gibt zum Beispiel ein Buch vom Hayek aus den 70er Jahren, wo es darum geht, dass er eigentlich vorschlägt, dass sowas wie staatliche Währungen schlecht sind und er propagiert die natürliche Konkurrenz von privaten Währungen, die auf den Markt kommen und quasi um die Gunst des Users oder um die Gunst des Benutzers rittern. Und dadurch würde sich am freien Markt die beste Währung herausstellen. Staatliche Währungen sind einfach, da kommt man nicht herum, die muss man verwenden, aber innerhalb eines Staatengebildes muss man die verwenden, man hat keine andere Möglichkeit. Und interessanterweise ist das eigentlich genau das, was jetzt passiert, ohne dass er digitale Währungen vielleicht vorhergesagt hätte. Aber das, was wir vorher gesehen haben, diese Hunderten und Aberhunderten von digitalen Kryptowährungen, sind jetzt genau in dem Prozess, dass jeder versucht, die Beste zu werden und quasi um die Gunst des Users rittert. Also ich persönlich habe auch sicher 20 oder 30 digitale Währungen bei mir im Portfolio, die ich auch verwende. Und es bleibt spannend zu sehen, ob Bitcoin da nach wie vor die Nummer 1 bleiben wird oder ob vielleicht eine andere Währung der Bitcoin von der Spitze verstoßen wird.
Aber man kann sehr viel von dem, was hier passiert, über diese ökonomische Schule der österreichischen Schule erklären. Da haben wir nochmal den Link, wo diese digitalen Währungen sichtbar sind. Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, eh schon beschrieben, aber trotzdem nochmal ganz kurz, was sehr interessant ist im Vergleich zu unseren staatlichen Währungen. Also bei Bitcoin weiß ich immer genau, was ist die Geldmenge zu welchem Zeitpunkt. Ich kann nicht nach Belieben Geld drucken im Bitcoin-System, das ist unmöglich. Im Staatsgeldsystem kann ich als Zentralbank oder auch als Geschäftsbank mehr oder weniger jederzeit neues Geld erschaffen. Bitte. Nach welchen Kriterien wählst zum Beispiel du jetzt aus, welches von diesen Kryptowährungen du jetzt einkaufst oder verkaufst oder verwendest? Also ich sag mal, da gibt es verschiedenste Kriterien. Also ich persönlich bin jemand, der sich für die Technologie dahinter interessiert. Was haben die jetzt für Neuerungen? Was haben die vielleicht auch für ein Entwicklerteam dahinter? Wie groß ist die Chance, dass die Währung in 2 Jahren auch noch da ist? Weil genau. 95% dessen, was wir da auf dieser Website coinmarketcap.com gesehen haben, wird wahrscheinlich in 2 Jahren nicht mehr existieren. Ganz viele davon sind Betrugsversuche, wo irgendjemand sagt, ich habe die neue Super-Duper-Währung, schickt mir mal 1000 Euro, ihr könnt daran teilhaben, morgen ist er weg damit. Das ist leider derzeit noch so, weil es völlig unreguliert ist, kann man da schon durchaus mal reinfallen auf den einen oder anderen Scam. Man braucht doch ein bisschen Insiderwissen, um das in einer gewissen Weise zu entscheiden. Ne? Insiderwissen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber man braucht ein bisschen Expertise und vor allem muss man grundsätzlich mal Bitcoin verwendet haben. Das ist meine persönliche Meinung. Also man muss das mal ausprobiert haben, rein in der Theorie ist es schwierig, darüber zu urteilen. Das heißt, die können dann plötzlich weg sein mit dem Geld, und du kannst, also mit den Coins, und du kannst nichts mehr tun, die sind weg dann. Von diesen anderen Währungen quasi, von den anderen Coin-Währungen. Ja, sagen wir mal so, meistens geht dann der Wert dieser Währung gegen Null. Du hast die dann vielleicht schon noch bei dir gespeichert am Rechner, nur wenn niemand bereit ist, dir für diese andere Währung irgendwas zu geben, sei es Waren oder andere Währung, dann wird es dir nichts bringen. Das Gleiche ist natürlich theoretisch auch für Bitcoin, steht im Raum. Ne? Wenn durch einen technischen Fehler im Bitcoin-System oder was auch immer das Vertrauen der Menschen in Bitcoin sinken würde, würde natürlich der Preis von Bitcoin auch gegen Null gehen, ist ganz klar. Also am Anfang steht immer das Vertrauen in dieses Ding, noch vor der eigenen Technologie. Das ist so meine Meinung. Aber das ist gleich wie das Vertrauen in den Staat. Genau, ganz richtig, ja, ganz richtig. Kennst du praktische Beispiele, wenn man mit Bitcoins zahlt? Also angeblich gibt es ja Restaurants, wo man das verwenden kann. Kann ich gerne zeigen, ja. Muss ich dann noch 10 Minuten bleiben, bevor ich gehe, oder? Nein, also, das ist eine gute Frage. Üblicherweise nicht. Also wenn du dort jetzt ein Bankett um 5000 Euro bezahlen würdest, würde ich als Wirt vielleicht sagen, ja bitte, ich lade ihn auf einen Kaffee ein, wir warten die 10 Minuten. Aber üblicherweise nicht, nein. Also Es gibt einen Klassiker, den ich immer wieder bringe, weil ich es aber fast wöchentlich verwende, lieferservice.at. Kennt vielleicht der eine oder andere, da kann man sich einfach nach Hause Essen liefern lassen. Lieferservice.at, machen wir nicht. Während das aufbaut, eine kurze Frage, du kannst dir denn da ficken nur schon Bitcoins kaufen? Ja. Kannst du denn da ficken auch Bitcoins verkaufen? Nein, du kannst leider auch in den Trafiken nicht mit Bitcoin bezahlen. Schade. Das ist schade, das liegt aber an der Monopolverwaltungsgesellschaft. Ja. Die hat ja, das habe ich auch nicht gewusst, aber was in den Trafiken passiert, das wird wirklich zentralisiert von dieser MVG gestaltet, weil die glaubt, dass ich den Trafikanten schützen muss und die wollen es einfach nicht. Das ist leider so. Lieferservice.at lädt nur sehr langsam. Egal, das ist eben ein Webservice, wo man sich nach Hause Pizza und anderes liefern lassen kann. Gibt es in Wien, glaube ich, 500, in Graz 100 Restaurants. Und da kann man eben mit Bitcoin bezahlen. Und bei all den Restaurants? Bei allen, ja. Die wissen das aber gar nicht. Also, ja, weil die bekommen natürlich keine, also natürlich, aber die bekommen keine Bitcoins, sondern der Händler empfängt die Bitcoins, verkauft die für Euro und der eigentliche Restaurantbetreiber bekommt dann einfach eine Euro-Auszahlung. Also die wissen oft gar nicht, dass man mit Bitcoin bezahlt. Aber dort kann man mit Bitcoin bezahlen. Es funktioniert super, es funktioniert bei allen. Ja. Und das ist hier ist das Symbol da unten, wo man sieht, okay, hier kann ich auch mit Bitcoin bezahlen. Es gibt dann auch eine weitere Website für Zahlungen vor Ort, also quasi Point of Sale, coinmap.org. Ich habe eine Frage, wie weißt du, es wäre ein Pizza bestellst du 300 Euro? Wenn du eine Zahlungsaufforderung abscannst mit deiner Wallet, ja, wird dir deine Wallet vor dem Absenden unten nochmal zur Bestätigung zeigen, entspricht ungefähr so und so viele Euro. Wenn es jetzt ganz weit differiert, wirst du dir vielleicht überlegen, die Zahlung durchzuführen. Wobei man sagen muss, es gibt nicht den Bitcoin-Preis, also den einheitlichen globalen Referenzpreis gibt es nicht, es gibt nur verschiedene Preisquellen. Und meistens bezieht man sich dann eben auf die eine Börse oder auf die andere Börse und es kann durchaus sein, dass bei einer Börse der Bitcoin Kurs 20, 30, 50 Euro höher oder niedriger ist als auf der anderen Börse. Das ist
derzeit noch so und das wird wahrscheinlich auch zeitlang noch so bleiben. Wie wird das dann verrechnet? Also welcher Betrag wird dann abgebucht? Wenn der Händler sagt zu dir, ich möchte einen Bitcoin von dir haben, dann musst du einen Bitcoin bezahlen. Was der laut deiner Preisquelle in Euro wert ist, ist dann deine Sache zu beurteilen. Das wird wahrscheinlich umgekehrt sein. Du zahlst eine Bitcoin 4 Euro und was für Bitcoins dahinter stehen, wird dann wurscht sein. Ne? Das wird ja abgerechnet. Naja, aber es wird natürlich ausgepreist in Euro und dann zum derzeit gültigen Kurs in von der gültigen Börse, die da hinterlegt ist. Genau. Aber wenn deine Wallet sich auf eine andere Börse bezieht, kann es durchaus sein, dass bei dir steht 4,2 Euro. Aber dann steht das auch da. Dann steht das auch da, ja. Also dann kostet meine Pizza nicht 4 Euro, sondern 4,2 Euro. Für dich schon, das siehst du, ja. Genau. Der kriegt aber trotzdem nur 4 Euro. Genau. Okay. Ja? Auf der Webseite von Bitcoin.com steht, das kann stark schwanken. Es ist stark. Hat es einen Sinn, dass ich warte, bis ich meine Bitcoins einlöse? So, jetzt in der Stunde. Wenn man es bei der Trafik kauft, deine Bitcoin, achso. Gutschein. Was du in der Trafik kaufst, ist ein Euro-Gutschein, genau. Im Wert von, sagen wir mal, 50 Euro. Wenn der Bitcoin-Preis heute bei 2500 Euro ist und morgen nur bei 1000, würdest du morgen mehr Bitcoins bekommen. Ja, so stark schwanken ist meine Frage. So stark, theoretisch schon, aber springen wir vor, um die Frage gleich zu beantworten. Zack, wo haben wir die Preise? Sorry, dass ich da jetzt springe, aber das ist der Bitcoin-Preis seit Anbeginn der Zeit. Und da sieht man schon ziemliche Schwankungen. Also begonnen hat das Ganze im Mai 2010 mit einer ersten Transaktion, das ist diese berühmte Pizza-Geschichte, die vielleicht der eine oder andere kennt, wo jemand im Jahr 2010 in einem Internetforum ein Posting gemacht hat und gesagt hat, ich möchte eine Pizza nach Hause geliefert bekommen. Derjenige, der mir die Pizza nach Hause schickt, bekommt von mir 10.000 Bitcoins. Das waren ungefähr 20 Euro wert. Damals war dann also quasi der erste Kurs, um so auszudrücken, 0,002 Euro. Jetzt sind wir bei 2500 Euro, also eine Quadrillionenfachung. Und das ist der Bitcoin-Preis, wie sich das entwickelt hat. Und da sieht man, dass der sehr wohl sehr stark schwanken kann. Hier ist es in ganz kurzer Zeit von 100 Dollar auf 1000 Dollar raufgegangen. Das waren wirklich nur wenige Wochen, Ende 2013. Und dann aber auch ganz ordentlich nach unten gecrashed. Und dann sehr lange Zeit nur gefallen bis zum Tiefpunkt. Und jetzt sind wir wieder bei so einem Aufwärtstrend. Und das Interessante ist, das ist die lineare Darstellung. Man sieht hier eine Blase, eine zweite Blase und da ein bisschen einer dritten Blase und da vorne waren auch Blasen. Die sieht man da natürlich nicht, die sieht man besser in der logarithmischen Darstellung. Der Bitcoin-Preis hat sich über die letzten Jahre immer in wiederkehrenden Blasen entwickelt. Also, wie ich von Bitcoin erfahren habe, was quasi da am Aufwärtstrend von 2, 3 Dollar auf 30 Dollar und dann ist es wieder runtergecrashed auf 2 Dollar. Weiterer war auf 250 Dollar und runter auf 50, auf 1000 Dollar und runter auf 250 und jetzt sind wir da quasi schon so, ja, möglicherweise am Beginn einer weiteren Blase oder auch schon am Ende, man weiß es nicht, aber ich sag mal, ich will niemandem Versprechungen machen und man muss immer wissen, dass Bitcoin auch null sein kann, aber es spricht nichts dagegen, dass möglicherweise ein Bitcoin auch mal 10.000 Euro wert sein könnte. Das halte ich derzeit gar nicht mal für unbedingt ausgeschlossen, weil es derzeit so rasant geht. Man muss sich aber immer darauf einstellen, dass es dann ganz schnell wieder nach unten gehen kann. Also ja, es kann durchaus sein, dass also Bitcoin morgen nur 1.000 Euro wert ist, wenn das jetzt quasi der Höhepunkt war und es crasht dann wieder mal ordentlich nach unten, denn es wird ganz sicher ein Crash kommen. Derzeit geht es so rasant nach oben, dass es nichts damit zu tun hat, dass irgendwie eine Realität etwas wachsen würde, sondern das ist, viele Menschen kaufen jetzt Bitcoin, weil sie Angst haben, den Zug zu versäumen, sage ich ganz ehrlich. Und ob es da schlau ist, Bitcoins zu kaufen, ja, muss man selber überlegen. Also vielleicht eher nicht. Ich bin ja eher konservativ und sage, wenn man sich Bitcoins kaufen möchte, dann bitte nur den Betrag, den man wirklich auch verschmerzen könnte, wenn er völlig verloren geht. Auf der anderen Seite würde ich jedem empfehlen, um einen kleinen Betrag Bitcoins zu kaufen. 10 Euro, 20 Euro. Weil wenn Bitcoin wirklich mal eine Weltwährung werden sollte, dann hat man was davon. Gut, und das ist auch der Chart, der das veranschaulicht. Man sollte gar nicht unbedingt auf den Preis schauen, sondern man sollte sich die Frage stellen, do you want to own Bitcoin? No, do not buy Bitcoin. Yes, buy Bitcoin. Und was ich damit meine ist, man sollte auch versuchen, in sich zu gehen und zu sagen, habe ich die Technologie verstanden, finde ich die Technologie gut und mal den Bitcoin-Preis außen vor lassen. Wenn man das gut findet und man glaubt, dass man dann gerne einen Bitcoin hätte, kann man sich den kaufen. So viel zum Bitcoin-Preis. Also das ist eine sehr, sehr, sehr volatile Geschichte. Und jetzt springe ich wieder zurück, wo ich gewesen bin und dann werde ich ein bisschen aufs Gas drücken, weil wir sind schon ein bisschen langsam unterwegs. Das werde ich überspringen. Das ist ein interessanter Chart, der eigentlich viel wichtiger ist als der Preischart, nämlich die Transaktionen pro Tag. Hier sieht man ein stetiges Wachstum. Das heißt,
Wir sind jetzt bei ungefähr 250.000 bis 300.000 Transaktionen, die pro Tag passieren. Also 300.000 Mal pro Tag macht jemand eine Bitcoin-Zahlung und sendet Bitcoin an jemanden anderen. Das ist natürlich jetzt noch nicht viel im Vergleich zu Kreditkartennetzwerken oder Bankennetzwerken, aber doch nicht wenig, sage ich mal, für eine so junge Währung wie Bitcoin. Was die Blockchain ist, müssen wir das erklären. Vielleicht mal nur ganz kurz, also es ist diese dezentrale verteilte Datenbank. Das ist das alte Modell. Da hier in der Mitte könnte zum Beispiel die Bank sitzen. Die Bank sitzt auf einer Datenbank, wo die Kontostände aller Kunden drinnen sind. Und von außen kann man, wenn man denn die Berechtigung bekommt, auf die Datenbank zugreifen. Das neue System ist, jeder dieser Knotenpunkte hat eine vollständige Kopie dieser Datenbank. Jeder hat immer Einblick darüber, wer wie viele Bitcoins besitzt und jeder kann jeden anderen kontrollieren. Also würde ich jetzt versuchen, Bitcoins auszugeben, die ich nicht habe, würden die anderen Teilnehmer im Netzwerk sagen, naja, hallo, ich habe bei mir in der Datenbank nachgeschaut. Der Max hat gar nicht so viele Bitcoins und damit könnte ich sie auch gar nicht ausgeben. Das ist so im, ja, ganz laienhaft ausgedrückt die Blockchain. Was wichtig zu verstehen ist bei der Bitcoin-Blockchain, ist, dass sie frei zugänglich ist, also es gibt keine Zugangsbeschränkungen und dass sie nicht manipulierbar ist oder nur sehr, 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 sehr schwer. Was einmal in der Blockchain drinnen steht und vielleicht unter 2, 3, 4, 5 anderen Blöcken vergraben ist, ist quasi nicht mehr manipulierbar oder editierbar. Das heißt, ich habe mit der Bitcoin-Blockchain sowas wie ein ultimatives Geschichtsbuch, wo Fakten drinnen stehen können, die nicht mehr änderbar sind. Das macht es auch sehr interessant für andere Dinge als reines Geld. Das hat der Economist gesagt, er spricht da von einer Trust Machine, was die Bitcoin-Blockchain betrifft. Jetzt wollte ich nur kurz auf ein paar Anwendungsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Das eine ist offensichtlich E-Commerce, das haben wir jetzt eh schon besprochen. Das heißt, ich kann bei ungefähr 300.000, 400.000 Online-Händlern mit Bitcoins bezahlen. Also Lieferservice.at, Overstock, bei Microsoft kann ich meine digitalen Produkte mit Bitcoin bezahlen. Auf Dell.com kann ich meine Hardware mit Bitcoin bezahlen. Warum machen das Händler? Was für einen Händler eigentlich sehr viele Vorteile bietet. Der Händler, sobald er die Bitcoins hat, kann er die Ware versenden. Da gibt es keine 30- oder 60-tägige Wartefrist, wie es oft bei Kreditkartenzahlungen der Fall ist. Das heißt, der Händler hat die große Sicherheit, dass er das Geld sofort hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, als Kunde kann es auch Nachteile haben, denn wenn ich meine Bitcoins an eine falsche Adresse verschicke oder wenn der Händler ein Betrüger ist, habe ich Pech gehabt. Das muss man natürlich auch mitdenken. Da sind nicht zurückholen, ne? Weil ich sie nicht zurückholen kann. Da sind zentralisierte Services wie PayPal oder so natürlich besser, weil da kann ich bei PayPal anrufen und sagen, Achtung, da ist was faul, bitte Zahlung stoppen. Also Bitcoin ist für viele Dinge ein guter Einstiegsfall, aber nicht für alle. Also ich persönlich verwende Bitcoin in manchen Aspekten, in manchen verwende ich lieber PayPal oder andere Dinge. Transferiert sich der Händler dann in das Geld, die Bitcoins, die er hält, in Realwährung? Kommt auf den Händler an. Also weil sonst ist ja der Kursrisiko völlig ausgetauscht. Die Frage war, transferiert der Händler sich das Geld wieder zurück in Euro oder hält er das in Bitcoin? Die meisten machen das so, dass sie über einen Zahlungsdienstleister gehen, der das automatisch für Euro wieder verkauft und man bekommt dann eine Bankauszahlung. Aber gerade in den letzten Monaten ist sichtbar, dass viele Händler dann langsam einen Switch machen und sagen, na eigentlich möchte ich eh Bitcoins haben. Und nachdem ja eh die Anzahl derer, die bei mir mit Bitcoin bezahlen, nicht so hoch ist, sagen wir jeder Hundertste bezahlt mit Bitcoin, ist es eine schöne Möglichkeit, wie ich selber an Bitcoins rankommen kann. Also das ändert sich langsam, aber die allermeisten Händler verkaufen es automatisch für lokale Währung, ja, das ist so. Und was sagt da die Buchhaltung und die Finanzdienste? Grundsätzlich kein Problem. Also man kann sowohl Bitcoin in Empfang nehmen und für Euro verkaufen, als auch direkt Bitcoins halten. Man muss sich aber bewusst sein, dass es da vielleicht von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedliche Meinungen gibt, wie das jetzt zu verbuchen ist. Wann ist es wie zu bewerten? Wenn man viele Bitcoin-Zahlungen hat, muss man da zum Stichtag bewerten, muss man das mit gleichzeitigem Durchschnitt machen, mit First In, First Out. Da kann es sein, dass man mit dem Finanzbeamten ein bisschen diskutieren muss. Meine persönliche Erfahrung ist, dass es am wichtigsten ist, einfach gut mitzudokumentieren, wie man es gemacht hat. Also wenn man einfach in der Steuererklärung beilegt, das hier sind meine Überlegungen, so und so haben wir das gemacht. Also wir machen es beispielsweise mit gleichzeitigem Durchschnittspreis. Dann ist es, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach transparent ist. Aber es ist alles legal und funktioniert auch ganz gut. Ja. Das sind aber Akzeptanzstellen, die Bitcoins nehmen, große Firmen. In der Schweizer Stadt Zug kann man mit Bitcoin auch seine Steuern zahlen. Das ist auch sehr interessant. Das wär schön, wenn man das in Wien auch machen könnte. Aber schauen wir mal, wie lange das dauert. Das ist nur eine Schlagzeile vom letzten Jahr. Das Hotel Schani hat als erstes Hotel in Wien oder sogar österreichweit, weiß ich gar nicht, Bitcoins akzeptiert und war dann gleich in allen Medien, in der Presse, im Standard. Das heißt, wenn man jetzt als Erster in seiner Branche Bitcoin als Zahlungsmittel nimmt, hat man hohe Chance, dass man dadurch gratis Werbung bekommt, das mal so auszudrücken. Also der Marketing-Effekt ist derzeit relativ hoch, wenn man das macht.
Wissen Sie, was der Grund war, warum Japan jetzt den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat? Was ist gerade, warum gerade Japan? Naja, also offizielles Zahlungsmittel in Japan war es so, dass sie erstmalig ein Regelwerk gefunden haben, wie man mit Bitcoin umgehen muss, wie Bitcoin-Händler sich zu verhalten haben. Offizielles Zahlungsmittel klingt jetzt irgendwie so wichtig, die haben nichts anderes gemacht, als einfach Gesetze zu erlassen und wissen jetzt ganz genau, wie sie aus finanztechnischer Sicht mit dem umgehen müssen. Warum das in Japan gerade so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die einfach technologieaffin sind. Es ist nicht so, dass in Japan jetzt die Bitcoin-Verwendung so ungleich höher wäre als bei uns. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Aber es ist, ich habe es eh, glaube ich, drinnen. Genau. Es hat zu einem Boom geführt in Japan. Es ist nämlich interessant, dass man eigentlich davon ausgegangen ist, ursprünglich, dass eine Regulierung von Bitcoin eher den gegenteiligen Effekt hätte, dass Bitcoin-Firmen dann sagen, oh nein, lass mal die Finger davon. In Japan war es genau umgekehrt. Da haben viele Firmen, wie zum Beispiel hier Big Camera, begonnen Bitcoin zu akzeptieren, weil sie gesagt haben, endlich können wir uns darauf verlassen, wir wissen genau, was der Staat dazu sagt. Und auch einige Bitcoin-Börsen haben nach diesem Start der Regulierung erst begonnen, eine Lizenz zu beantragen. Also das ist ein interessanter Effekt und es wird in Österreich wahrscheinlich früher oder später auch eine Regulierung dazu kommen. Ist das mit der Grund, warum der Bitcoin jetzt vielleicht gerade so steigt? Kann durchaus sein, ja. Kann durchaus sein. Einfach auch ein Signal, dass ein Staat sich offiziell dazu äußert und das quasi reguliert. Ein weiterer Anwendungsfall, und das ist gar nicht zu unterschätzen, wahrscheinlich sogar wichtiger als E-Commerce, sind Zahlungen von einem Land ins andere. Da gibt es im Englischen das schöne Wort Remittance, also Zahlungen von industrialisierten Ländern in sogenannte Drittweltländer, wo man laut Studie der Weltbank irgendwo zwischen 400 und 500 Milliarden US-Dollar verschickt pro Jahr und über die derzeitigen Services bleiben da so um die 8% im Schnitt hängen. Bei Bitcoin wäre das natürlich theoretisch auf 0,00 irgendwas Prozent Gebühren zu reduzieren, das heißt, es würden diese 30 Milliarden US-Dollar mehr ankommen. Dort sind wir noch nicht, aber wir haben einige Kunden, die Bitcoins bei uns deswegen kaufen, weil sie einfach einen Werttransfer machen wollen. Also zum Beispiel jemand, der in Kambodscha wohnt, ein österreichisches Bankkonto hat, aber dort das Geld nicht drüber transferieren kann, kauft bei uns Bitcoins, schickt die nach Kambodscha, verkauft die dort dann wieder für lokale Währung. In 10 Minuten hat er das mit Gebühren von ungefähr 2% erledigt. Wenn man Banken weg, wird das, keine Ahnung, mehr als eine Woche dauern und wird um einiges mehr Gebühren verursachen. Das heißt, das ist ein Anwendungsfall, der jetzt gerade im Wachsen ist und im Entstehen ist. Und das haben wir jetzt eh schon zu Genüge gehört, dass es Staaten gibt, die nicht so ein gutes Geldsystem haben wie wir hier. Dort wird Bitcoin de facto viel mehr verwendet als bei uns. Und der weitere Anwendungsfall, nennen wir es mal Store of Value, / Investment, / Spekulation. Dadurch, dass mehr und mehr auch traditionelle Vehikel auf das Thema aufmerksam werden, kommt das Ganze immer mehr in die Medien, viel mehr Menschen gewinnen Vertrauen. Und ich glaube, dass wir jetzt kurz davor stehen, dass auch Hedgefonds oder andere Privatbanken langsam beginnen werden, wenn sie es nicht eh schon getan haben, auch in Kryptowährungen zu investieren. Wie das ausgehen wird, ist eine offene Frage. Also das bleibt spannend. Das habe ich jetzt, glaube ich, wirklich schon zur Genüge betont, dass der Bitcoin-Preis sehr, sehr volatil ist, dass das, als, wenn man es als Investment betrachtet, absolut als Hochrisiko-Investment betrachten muss. Auf der anderen Seite aber auch mit sehr großem Potenzial. Daher, da waren wir schon, genau, da können wir jetzt noch durchspringen. Ja, jetzt noch ganz dazu, wie bekomme ich Bitcoins? Die einfachste Möglichkeit, die viele Leute oft vergessen, seine eigenen Produkte oder Dienstleistungen einfach für Bitcoin anbieten. Wenn man Webdesigner ist und die Stunde kostet 150 Euro, kann man die auch um 0,1 Bitcoin anbieten oder was auch immer halt der Preis ist. Das ist relativ einfach. Wenn man ein Geschäft hat und man verkauft sein Gemüse für Euro, kann man es auch für Bitcoin verkaufen. Der zweite Weg ist natürlich, dass man das kauft bei Bitcoin-Händlern oder privat einfach von jemandem. Und der dritte Weg wäre dieses Bitcoin-Mining, was aber wahrscheinlich für den Privatanwender nicht mehr unbedingt relevant ist. Wenn ich Bitcoins kaufen möchte, kann man das machen bei Bitcoin-Brokern, wie wir es einer sind. Gibt es aber, ich würde sagen, mindestens einige hundert weltweit andere auch. Coinbase ist ein großer amerikanischer Broker, der auch sehr vernünftig ist, also durchaus auch zu empfehlen. Diese Webseite ist interessant, localbitcoins.com. Da kann man sich als privater Verkäufer oder als privater Käufer einfach eintragen und da kann man versuchen, möchte in Wien jemanden treffen, der mir Bitcoins um den Preis verkauft. Dann findet man vielleicht jemanden, trifft sie im Kaffeehaus, eher für kleinere Summen gedacht, macht sie einen Preis aus, gibt Bargeld drüber und der andere gibt Bitcoins drüber. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Dann gibt es echte Börsen, unter Anführungszeichen, also das hat jetzt nichts mit einer Aktienbörse zu tun, aber große regulierte Börsen, wo man auch ein Orderbuch hat, wo man zum Beispiel sagen kann, ich möchte eine Order reingeben und zu diesem und jenem Bitcoin-Preis verkaufen oder kaufen. Das sind Kraken und Bitstamp auf jeden Fall zu empfehlen, die sind auch in Europa tätig und haben auch ein Euro-Orderbuch.
Es gibt Bitcoin-Automaten, wo man mit Bargeld Bitcoins kaufen kann. Gibt es in Österreich schon, glaube ich, ungefähr 20 oder so. Und dann das schon erwähnte Service Bitcoin-Bohn.at, wo man in den österreichischen Trafiken und auch Postfilialen Gutscheine kaufen kann. Jeder dieser Broker oder jeder dieser Verkaufsstellen hat einen eigenen Preis mit unterschiedlichen Gebühren. Das rangiert von 0%, wenn man einen freundlichen Verkäufer findet, bis 15%, wenn man einen unfreundlichen findet. Also da muss man einfach schauen, wo man kauft. Gut, jetzt bin ich schon fast am Ende. Ein paar Dinge noch. Bitcoin ist nach wie vor ein Experiment. Das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist out of the box jetzt quasi für die Welt zu gebrauchen. Das ist noch im Wachsen. Das braucht seine Zeit noch, bis es wirklich voll funktionsfähig ist. Das muss man immer mitdenken, wenn man Bitcoin verwendet. Die Skalierbarkeit von Bitcoin ist derzeit noch ungeklärt, habe ich schon erklärt, dieses Block-Size-Problem. Gibt es Lösungsmöglichkeiten, die im Raum stehen, aber derzeit ist noch keine implementiert. Bitcoin-Kurs ist sehr volatil und es gibt derzeit leider noch keine einheitlichen Regulierungsmaßnahmen. Also es ist sehr interessant, wir betreiben auch einige Bitcoin-Automaten, Verkaufsautomaten in Österreich. Laut FMA, laut österreichischer Finanzmarktaufsicht dürfen wir das. Laut deutscher BaFin, also laut deutscher Finanzmarktaufsicht, dürften wir das nicht und bräuchten eine Banklizenz dafür. Und es ist sehr interessant, weil es sind zwei sehr ähnliche Länder, was die Mentalität betrifft. Oft sind sie sich auch sehr einig, aber in dieser einen Sache ist da ein krasser Unterschied. Und das ist oft ein Problem auch für Leute, die in dem Space gewerblich tätig sind. Es wird sich aber ändern. Also es gibt auf EU-Ebene Bestrebungen, das zu harmonisieren. Derzeit ist es aber noch nicht so, muss man im Hinterkopf behalten. Gut, damit bin ich am Schluss und möchte mit einer Analogie schließen, die oft gebracht wird, die aber sehr treffend ist, meiner Meinung nach. Stellt euch vor, es wäre jetzt 1990 und wir hätten über das Internet gesprochen und ich hätte euch erzählt, das ist dieses dezentrale Netzwerk, wo jeder sagen kann, was er will und ich kann von A nach B Informationen verschicken, etc. Es hätte vielleicht der eine oder andere das Potenzial erkannt, aber was 25 Jahre später wirklich Realität ist, diese Zauberkästen, wo wir quasi alles machen können, das wäre uns wahrscheinlich noch verborgen geblieben. Und ähnlich ist es bei Bitcoin. Bei Bitcoin und bei digitalen Währungen und generell bei der Blockchain-Technologie sind wir jetzt ungefähr in der Zeitlinie vergleichbar mit dem Jahr 1992, 1993 vom Internet. Die richtig interessanten, großen Innovationen werden erst kommen. Das ist, jetzt wird gerade einmal die Basis geschaffen. 1990 war das Internet quasi eh unbenutzbar für uns mit 56K-Modems und von Amazon oder Facebook oder Skype hätte damals noch niemand was gewusst. Und ähnlich ist es auch bei Bitcoin und der Blockchain-Technologie. Wir sind jetzt quasi im Anfangsstadium, wo die Sache eigentlich noch ziemlich kompliziert ist und umständlich, aber das Potenzial ist irgendwie so am Horizont sichtbar. Und wirklich spannend wird es in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden. Und was da auf uns zukommt, das kann eh niemand vorhersehen. Gut, bedanke mich. Falls jemand noch weitere Fragen hat, bitte gerne jederzeit unter der E-Mail-Adresse mich kontaktieren. Bin immer offen für Ideen, Projektvorschläge oder was auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ich aber mit Bitcoins handle, dann könnte man den Algorithmus so verstehen, dass wenn eine Transaktion der Staat, der dort beteiligt ist, mitnascht, sozusagen, dass das Geschäft zwar möglicherweise schwarz ist, aber der Staat bekommt seinen Obolus. Also die Frage war, ob der Staat quasi an jeder Bitcoin-Transaktion mitnaschen könnte. Derzeit nicht, weil wenn man das implementieren würde, zum Beispiel in einer anderen Währung, wäre das durchaus denkbar. Ja? Das bietet die Möglichkeit dazu. Ja? Bitte. Es rein gefühlsmäßig, wenn ich mein Wissen, was sich jetzt Bitcoins betrifft, so hernehme und sage, wenn wir jetzt eine Finanzkrise hätten, so wie es schon 2008, glaube ich, war das, passiert ist, das würde der Bitcoin eigentlich ganz anstandslos überleben. Weil. Ist jetzt Spekulation. Ich gehe auch eher davon aus, aber ich sage mal, wenn wir wirklich so eine Finanzkrise hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin das überlebt, wahrscheinlich höher, weil es quasi isoliert von dem ganzen ist. Also man kann irgendwie so das so sehen, dass das Allermeiste von dem, was wir jetzt als Geld und als Finanzsystem als gegeben hinnehmen, ist quasi so Monokultur, weil es sehr, sehr miteinander vernetzt ist und wenn es dort ein Problem gibt, dann fällt quasi ein Dominostein nach dem anderen und Bitcoin steht da außen vor. Aber ich sage mal ganz ehrlich, bin mir nicht sicher, ob wir da nicht andere Probleme hätten und ob die Menschen dann überhaupt noch Bitcoin verwenden wollen, weil in der Realität ist es dann wahrscheinlich schwierig, Zahlungen zu machen. Also da ist dann vielleicht die Goldmünze noch das bessere Mittel. Aber ich sage mal, es wird von vielen auch als so eine Art Safe Haven Asset verwendet, Bitcoin, ja? Ist schon definitiv geklärt, dass der Wert von Bitcoin mehrwertsteuerfrei ist? Oder steuerfrei? Der Wert von Bitcoin mehrwertsteuerfrei? Der R-Wert. Also
ja, der immer dort, wenn jemand Bitcoins für nationale Währung verkauft oder ankauft, ist dieser Tausch unter Anführungszeichen mehrwertsteuerbefreit. Das ist seit Ende 2015 vom Europäischen Gerichtshof eindeutig geklärt. Ja? Das ist richtig. Bis der was anderes sagt, wird es wohl so bleiben. Ja? Okay. Ja. Kann der Bitcoin immer so Thema für Steuererklärung werden? Ja, ja, natürlich. Muss ich natürlich genauso versteuern wie alle anderen Dinge. Ich glaube, innerhalb eines Jahres ist es sogar eben Spekulationsgeschichte, ne? Ist davon auszugehen, es kann sein, dass das lokale Finanzamt von dir das anders sieht, weil es jetzt von oben noch nicht wirklich eine einheitliche Regelung so gibt, aber es ist davon auszugehen, ja, dass es innerhalb von eines Jahres steuerfrei ist, also nach einem Jahr. Das war auch von mir die Frage, wie das ist, wenn, wenn denn jemand eben seine Waren oder seine Dienstleistungen anbietet, ja, wie das dann beim Finanzamt zu melden wäre oder wie das funktioniert oder ob das dann zu melden ist oder wie man das meldet, weil das auf den Formularen kann nicht hinschreiben, sonst wird Coins eingenommen. Kann man schon hinschreiben, nur muss man immer dazu schreiben, was der derzeitige Euro-Wert war. Also man muss in den Büchern natürlich immer das Ganze mit Euro bewerten. Man kann es nicht als Fremdwährung drinnen haben. Das geht schon. Ich sage mal, die meisten Händler gehen aber eh, wie vorher besprochen, den Umweg, dass sie das automatisch konvertieren lassen in Euro. Dann hat man diese Probleme gar nicht. Und dann sieht man Bitcoins nie. Das wird von einem Zahlungsdienstleister gemacht. Wenn man wirklich selber Bitcoin hält, muss man sich auf jeden Fall überlegen, wie man das dem Finanzamt gegenüber argumentiert. Weil gerade bei vielen Bitcoin-Zahlungen wird es dann ein bisschen kompliziert. Weil wenn ich die Bitcoins einmal am Jahresende ausgebe und die sind aber quasi akkumuliert worden über mehrere Monate hinweg, muss ich mir schon die Frage stellen, was war denn eigentlich jetzt mein Einstandspreis? Ist es jetzt... Ich kann auch nicht feststellen, ich habe jetzt genau diesen Bitcoin verkauft, sondern es ist dann quasi eine Summe von diesen ganzen Dingen. Und dann wird es ein bisschen kompliziert. Da muss man sich mit dem Steuerberater zusammensetzen und da einfach Methode finden und das gut argumentieren. Aber es ist derzeit nicht so ganz so einfach, ja, das stimmt. Aber die Frage ist auch, es wäre dann wahrscheinlich sogar sinnvoll, dass man sagt, man sammelt mal die Coins und wartet, bis der, je nach Kurs, dass du jetzt tauscht was zurück, weil jetzt ist es günstig. Ne? Das dürfte der Finanzamt dann ja nicht sagen. Naja, wieso nicht? Na, kann man schon machen. Wie macht ihr das? Das ist eh vorher schon gesagt. Bei uns ist es so, nachdem wir wirklich jeden Tag hunderte bis tausende Transaktionen haben, müssen wir gleich den Durchschnittspreis anwenden. Weil wir wissen nicht, wann wir welchen Bitcoin, der hat auch kein Marschall, also eigentlich hat der Marschall, mit dem sie nicht, von welchem Zeitpunkt wir einen Bitcoin jetzt verkauft haben, ob der jetzt von älterer Jahr ist oder nicht. Das heißt, wir machen immer gleitenden Durchschnittspreis. Was heißt gleitender Durchschnittspreis? Gleitender Durchschnittspreis heißt, dass wir zu jedem Zeitpunkt, immer dann, wenn wir Bitcoins ankaufen oder verkaufen, die ganze Vergangenheit aufsummieren und uns dadurch einen gleitenden Durchschnitts-Bitcoin-Preis bilden, der nicht unbedingt immer mit dem aktuellen Bitcoin-Preis übereinstimmt. Und den verwenden wir dann? Den verwenden wir in der Bilanz, ja, genau. Was hast du von tagesaktuell macht sie das, oder wie? Der ist tagesaktuell. Unser kleiner Durchschnittspreis ist tagesaktuell. Jetzt rechnet es aus, was heute der aktuelle Preis ist, und die werden dann alle daraufhin... Genau, der schon vorhandene Bestand wird bewertet. Und der neu hinzukommende oder abfließende Bestand wird mit dem aktuellen Preis bewertet und auch gibt sie wieder einen neu erklärten Durchschnittspreis. Da gibt es einfach eine Formel, das ist jetzt nicht so kompliziert. Und es ist ja, behandelt man Bitcoins steuerlich eher wie eine Fremdwährung, ja? Oder, ja. Oder wie eine Ware? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage und ich kann es nur demonstrieren, wie unklar das ist. Es hat auch 2015 eine Anfrage gegeben an den Wirtschaftsminister und an den Finanzminister, genau zu dieser Frage. Und der Wirtschaftsminister hat gesagt, es ist ein Finanzinstrument. Der Finanzminister hat gesagt, es ist ein Wirtschaftsgut. Das heißt, die haben sich das gegenseitig halt in die Schuhe geschoben. Ne? So darf man es aber bis dahin interpretieren, wie man es gerne hat. Ne? Ja und nein. Also, mein Tipp mit Umgang mit Steuer ist immer, einfach offen und transparent kommunizieren, was man sich für eine Denkweise zurechtgelegt hat. Nachdem es derzeit noch unklar ist, wird man dann kein Problem haben. Es wird keiner sagen, na, ihr habt es aber Gesetz gebrochen, weil das gibt es derzeit noch nicht. Wenn man die Sachen verschleiert und uns die Dinge intransparent macht, ist natürlich was anderes. Dann könnte einem vorgeworfen werden, dass man da irgendwie was verschustern möchte. Aber man muss die Bitcoins genauso versteuern wie alles andere. Man muss alles versteuern. Das ist leider so. Ich zeige eigentlich schon, ja, die Dienste tun, die quasi solche Kredite in Bitcoin als Währung machen. Man hat ja jetzt auch Fremdwährung. Also Kreditinstitute im klassischen Sinn gibt es nicht, aber es gibt halt so Web-Services, die ja, Kredite auf Bitcoin-Basis anbieten und auch Zinsen auf Bitcoin-Basis anbieten. Der Großteil von denen sind Betrugssysteme, muss man ehrlicherweise sagen. Das sind irgendwelche Webseiten gehostet irgendwo ohne Impressum, wo man Bitcoin hinschickt und darauf hofft, dass man täglich 2% bekommt oder das völlig verrückte Renditen.
Nach dem dritten Tag sind die dann halt weg. Ne? Also es ist leider derzeit so, dass da ganz viel Betrug damit passiert. Das, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich persönlich würde nie irgendwo an einer Website, die mir Zinsen verspricht, einen Bitcoin hinschicken. Das, ja. Diese sichere Kleinschweißenkastel, die du daher gezeigt hast, kann man das bei euch kaufen oder kaufe ich das jetzt? Das kann man bei uns kaufen, das kann man aber auch bei bytrezor.com kaufen. Kannst du heute nicht verkaufen? Nein, ich habe keine dabei. Ne? Die sind derzeit auch ausverkauft. Also generell, die ganzen Hardware-Wallets sind generell ausverkauft. Um es nur zu demonstrieren, wir haben üblicherweise so vor einem halben Jahr 5 Neukunden pro Tag gehabt, die sich bei uns auf der Website angemeldet haben und sich verifiziert haben. Derzeit sind wir bei 50 bis 60 Neukunden. Und das heißt, es gibt momentan einen extremen Hype um das Thema. Ganz viele Leute wollen Kryptowährungen kaufen, wollen Hardware-Wallets bestellen. Alles ist ausverkauft. Bitcoin-Automaten gibt es derzeit nicht, die man kaufen kann. Und das ist für mich auch ein bisschen ein Zeichen, dass man vielleicht Rückblut bewahren sollte. Dass man nicht unbedingt da jetzt denken müsste, oh je, der Zug ist abgefahren, ich muss schneller Bitcoins kaufen. In so einer Zeit Kryptowährungen zu kaufen, ist vielleicht nicht unbedingt schlau. Immer dann, wenn der Markt ganz ruhig ist, wenn sich keiner dafür interessiert, dann ist es gut, Kryptowährungen zu kaufen. Wenn alle verrückt spielen und glauben, jetzt muss es sein, sollte man vielleicht eher ein bisschen abwartend sein. Vielleicht ganz kurz noch eine kleine Anekdote zu unserem heutigen Clubabend. Vor ein paar Wochen hat uns ein Clubmitglied geschrieben, dass es eigentlich für eine Frechheit hält, dass wir diesen Clubabend hier machen, weil wir damit quasi illegale Dinge fördern und es ist doch, sei doch ohnehin bekannt, dass Bitcoin nur das Böse sei. Ja, klar, man kann mit Bitcoin auch viele böse Dinge machen und betrügen. Das liegt aber nicht unbedingt am Bitcoin. Weil wenn ich jetzt, sage jetzt einmal, eine illegale Waffe kaufen möchte, dann würde ich sie in der realen Welt wahrscheinlich mit Bargeld zahlen. Und Bargeld ist mir per se nicht illegal. Natürlich, wir haben es gehört in den letzten Wochen, der WannaCry Erpressungstrojaner wollte mit Bitcoin befriedigt werden. Das ist deswegen halt, weil man es nicht so leicht nachverfolgen kann, als wenn man da irgendeine Kreditkartennummer eingeben müsste. Das heißt, man könnte in Wirklichkeit sagen, ein Hammer ist böse, weil man kann jemanden erschlagen damit. Ne? Also das hat nicht unbedingt sozusagen mit der Technologie was zu tun. Das zweite Thema, wir haben die Regularien angesprochen. Dass Bitcoins unterschiedlich betrachtet werden, auch innerhalb der Europäischen Union, ist nichts Bitcoin-Spezifisches. Es wird wahrscheinlich kaum jemand wissen, aber es gibt in Europa keine zentrale Regularium für Banken. Das ist Landessache. Das heißt, die Nationalstaaten müssen ihr Bankwesen selbst regulieren. Das heißt, in Deutschland ist das eben die BaFin, die das tut, in Österreich ist es die Finanzmarktaufsicht und die Regularien sind ganz unterschiedlich. Spannend ist aber, dass man zum Beispiel in der Bank länderübergreifend ohne Probleme tätig werden kann. Also eine deutsche Bank darf in Österreich Geschäfte machen, weil das ja innerhalb der Europäischen Union so sein muss. Das Problem dabei ist, die deutsche Bank darf Dinge tun, die eine österreichische Bank nicht tun darf. Beispiel, es gibt derzeit die Möglichkeit, bei einer deutschen Bank ein Konto aufzumachen, damit, dass ich meinen Personalausweis in eine Kamera reinhalte. Deutschland erlaubt, Österreich verboten. Das heißt, wenn ich eine österreichische Bank mit einer österreichischen Banklizenz bin, darf ich meinen Kunden nicht anbieten, dass er mit einem Ausweis in die Kamera halten sich ausweist. Eine deutsche Bank, die in Österreich mit deutscher Banklizenz tätig ist, darf das sehr wohl tun. Also das zum Thema, warum ist Bitcoin in Deutschland anders behandelt als in Österreich. Vermutlich ist es in allen Ländern der Europäischen Union irgendwie ein bisschen anders. Also das zeigt, dass es auch Bedarf gibt, die Dinge erstens einmal irgendwie gemeinschaftlich zu regulieren. Also dass irgendwie der Finanzminister und der Wirtschaftsminister in Österreich sich einigen, wie das denn zu sehen ist. Das war mal ganz gut, weil es gibt Rechtssicherheit. Und das Zweite wäre dann natürlich auch begrüßenswert, wenn man innerhalb der Europäischen Union die Dinge auch gleich behandelt. Betrifft aber, wie gesagt, nicht nur Bitcoin, sondern betrifft in Wirklichkeit das komplette Bankwesen. Das heißt, dort ist es sicher so, dass man sagen muss, wir sollten uns auch gemeinschaftlich dafür einsetzen, erstens einmal in Österreich Klärung zu bekommen, weil sobald ich eine Klärung habe, habe ich dann nicht mehr das Risiko, dass ich sozusagen jemanden erklären muss, wie ich das tue und ich hoffe, ich habe es richtig getan. Wahrscheinlich wird eh nichts passieren, aber derzeit sind wir halt ein bisschen in einer Grauzone in diesen Bereichen drinnen. Und das Zweite ist eben, wenn man schon einen gemeinsamen Markt hat und auf einem gemeinsamen Markt eigentlich alle Marktteilnehmer überall unterwegs seid, dürferten,
dann sollte es eigentlich auch ein Regularium geben, das in allen Ländern gleich ist. Weil sonst habe ich Wettbewerbsverzerrungen, weil eine Bank darf was zum Beispiel tun, was eine andere Bank nicht darf, oder ein Bitcoin-Anbieter darf in einem Land was tun, was einem anderen nicht darf, der darf aber dann grenzübergreifend tätig sein und dann wird es überhaupt komplett abstrus. Also das sind so Dinge. Eine Studie gemacht, dass die Umweltbelastung der digitalen Währungen tatsächlich ein Vielfaches ist über herkömmlichen Zahlungen, was vor allem am Energieverbrauch, ja, der Rechner und so weiter, sind verifizierter Zahlungen und so weiter. Zu produzieren, also zum Schürfen. Zum Schürfen vor allem, weil wir haben es eh gehört, also das Schürfen im Normalfall ist schon teurer als das, was man in Strom reinsteckt. Aber spannende Betrachtungsweise, die Frage ist, wenn ich es vergleiche mit Papierwährung oder herkömmlicher Währung, ob das auch zutrifft, weiß ich nicht, weil das Produzieren von den Scheinen ja recht viel Geld kostet. Vielleicht eine Frage, die weggeht von Bitcoin jetzt da ein bisschen. Wir haben es ja vorhin so ein bisschen auch angesprochen. Wer generiert denn Bargeld? Die Antwort, jede Bank ist richtig. Weil auch unser Bargeld in Wirklichkeit ja physisch nicht mehr existiert. Ja, wir haben alle ein bisschen was eingesteckt. Aber der Mehrheit des Geldes ist sogenanntes Giralgeld. Das ist das, was am Konto auf der Bank liegt. Und wann wird das Geld generiert oder geschöpft, wie man es sagen könnte? Wenn ein Kredit vergeben wird. Und wie viel Geld darf eine Bank generieren? Es muss genau ein Zehntel des Betrages, das ich sozusagen ausgebe, muss ich tatsächlich haben. Das heißt, es existiert 90% mehr Geld, alles gibt. Fiktiv, nicht sozusagen. Auf einem Konto als Zoll. Als Zoll, ja, das ist ja fiktiv. Das ist ja genau, auf einem Konto als Zoll. Das heißt, die nächste Bankkrise ist vorprogrammiert, ne? Überlasse ich jetzt euch, ja. Da sind ja die Schulden dann in Basel, ne? Das sind die Unterlegungen. Genau, weil früher war es noch viel weniger und seit der letzten Bankkrise hat man gesagt, 10% müssen da sein. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, ich arbeite jetzt auch für eine Bank, im weitesten Sinne für einen IT-Unternehmer, der einer Bank gehört, aber auf der anderen Seite haben wir alle hier auf die Banken, weil die so besser sind, aber überlegt sich einmal momentan, was die Zinsen sind. Das, was eine Bank verdienen darf, ist die Differenz zwischen Einlagenzins und Ausgabenzins. Ich glaube, mir hat meine Bank gerade mitgeteilt, dass der Zinssatz auf 0,01% gesenkt wurde für die Einlagen. Und Kredite sind auch entsprechend billig. Ne? Also dort ist nichts mehr zu machen in Wirklichkeit. Und die Bank hat mir mitgeteilt, wenn der entsprechende Leitzins, der in den Tiefvertrag vereinbart ist, noch weiter runter sinkt, dann bleibt es auf die 0 oder 0,01. Weil sonst müssen wir ja mal Geld geben, für das Geld gibt. Also klingt doof, ist aber so. Wenn eine Bank zu viel Geld hat, muss dafür zahlen, dass das Geld hat. Ja. Und jetzt momentan ist es ja so, dass die Bank lieber Papiergeld in Keller legt, als dass es der EZB aufs Konto transferiert, weil die EZB kassiert Geld dafür, dass ich als Bank der EZB Geld gibt. Damit ist es gescheiter, ich nehme mal Paletten 500er Scheine und stelle mir sie in Köln. Deswegen wollen wir das abschaffen. Ne? Es ist verrückt, was momentan passiert und das ist, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Bitcoin-Kurs auch verbunden, weil das, was in der quasi in unserer gewohnten Währung momentan passiert, alles ein bisschen verrückt ist. Deswegen sehen die Leute das als Chance natürlich, zu sagen, naja, das geht alle auf und das schaut irgendwie ganz gut aus, also geben wir das Geld ein bisschen durch die. Aber Da habe ich vielleicht eine Chance, dass ich was gewinnen kann. Ist aber natürlich die Gefahr gegeben, wie bei allen anderen Immobilien haben wir ähnliche Phänomene. Jeder kauft heute, der sich irgendwie leisten kann, eine Wohnung oder ein Anlageobjekt. Was heißt, dass die Mieten alle aufgingen, weil die Preise natürlich irrsinnig steigen. Wodurch ergibt sich der Bitcoin-Kurs für uns? Ganz normal, Angebot und Nachfrage. Du verkaufst, ich kaufe.
Ich kaufe beim günstigsten hoffentlich, oder ich schaue, dass ich halt den günstigsten erwische, das ist ein normaler Markt. Aber kaufen in Euro zum Beispiel, ja, und verkaufen wieder in Euro zum Beispiel, in Wert. Ja, kannst du machen, wie du möchtest. Ja. Wenn ich mit Bitcoin spazieren gehe, ist nichts. Ja, wenn du spazieren gehst, ist gar nichts, klarerweise. Das ist so, wie wenn du ins Bargeld spazieren gehst. Ja, aber weil es im Schiff, das Kaufbein mit Bitcoin ist auch nicht kursbeeinflussend. Wenn du das kaufst und behältst, ist es kursbeeinflussend, wenn du weniger gibst. Wenn du es in den Umlauf bringst, ist das wurscht. Naja, ja, ich meine, je weniger Bitcoins zu kaufen verfügbar sind, genau, desto teurer wird das. Je mehr Leute verkaufen wollen, desto billiger wird es. Genau. Ja, vor allem aufgrund der begrenzten Anzahl. Ne? Ja, das ist eben, ja, deswegen haben die 21 Millionen durchgeführt. Ne? Weiß man, wenn sie einen Notfall haben, dass sich die Leute sozusagen überlegen und sagen, ich gebe jetzt mein Geld und ein paar Tage. Den Notfallsplan gibt es, den hat man auch gesehen. Einlagen sicher, oder? Hat man in Zypern beobachten können. Das haben also die Bankensperren dann zugeben. Banken zumachen, weil ich es nicht mehr hergeben kann. Ja, oder in Griechenland reduziert es pro 60 Euro. Ja, oder ich tue Geld entwerten. Das ist die Billion, die wir gesehen haben. Ne? Das ist die andere Variante. Die Problematik, die wir natürlich haben innerhalb der Europäischen Union und warum wir dort ein bisschen ein Problem mit Geld haben, ist, dass wir innerhalb der Union ja zumindest in den Euro-Ländern eine gemeinsame Währung eingeführt haben. Was wir aber nicht eingeführt haben, ist eine gemeinsame Fiskalpolitik. Also wir haben nicht Regeln eingeführt, wie wir mit Geld umgehen. Und was wir jetzt auch beobachten, was auch so ein bisschen ein Schräglage in unserer heutigen Wirtschaftswelt ist, sind ja die Steuergesetzgebungen. Also als Beispiel, mein ehemaliger Arbeitgeber, aber alle anderen Technologiekonzerne auch, zahlen ja in Österreich kaum Steuern. Warum ist das so? Weil sie im Normalfall in Österreich entweder gar nichts verkaufen. Also beispielsweise, wenn man ein Volumenskunde bei einer Microsoft ist, bekommt man die Rechnung von Microsoft Irland geschickt. So, und jetzt kann man sich überlegen, warum denn Microsoft Irland gewählt hat. Da gab es bis vor 2 Jahren oder 1 Jahr ein Konstrukt, das nannte sich Double Dutch with an Irish Sandwich, glaube ich, wenn ich es richtig mir gemerkt habe. Man hat das Geld in Irland einkassiert, hat es dann nach Holland geschickt, hat es wieder nach Irland geschickt und dann konnte man es steuerfrei auf irgendeines der Steuerparadiese verschippern. Und damit ist von den Gewinnen, die in Österreich oder in Europa generiert wurden, genau nichts überblieben. Also, wenn ich nicht eine gemeinsame Steuergesetzgebung habe und solche Schwachsinnigkeiten erlaube, dann ist die Gefahr relativ groß, dass ich auch diesen Finanzraum nicht vernünftig koordinieren kann. Das heißt, alle Leute, die sich irgendwie aufregen darüber, dass es zu viel Europäische Union gibt, sollte man erklären, dass es eigentlich Zwänge gibt, weil solange solche Möglichkeiten da sind, dass ein Staat dem anderen versucht, ein Geld wegzunehmen und am Ende hat keiner was, diese Regeln sind irgendwie schwachsinnig. Weil in Wirklichkeit mir ist es so sei, dass man sagt, die gleichen Regeln für alle und ich kann nicht von einem Land ins andere ausweichen, damit ich mir ein paar Prozent erspare. Weil das ist dann passiert, dass jedes Land gesagt hat, naja, aber wenn ich Microsoft bekomme oder Apple oder sonst irgendwen, dann nehme ich um 3% weniger Steuer und am Schluss war nichts mehr über. Und dann waren halt die Konzerne alle fast steuerbefreit. Ne? Gut, ganz anderes Thema, sind wir vom Bitcoin weg, geht aber ein bisschen an unserem realen Wirtschaftssystem zum virtuellen, wobei es so viel, das ist viel transparenter, was dort passiert, als das, was in der realen Welt passiert. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Hoffe, es hat ein bisschen zum Nachdenken angeregt, hat ein bisschen auch übergeleitet zum Thema Digital Society. Also unser Bestreben wäre, dass wir schauen, dass man diese Dinge versucht zu regulieren, dass man versuchen, Regelungen zu finden, die für alle vernünftig und brauchbar sind. Und das geht von, dürfen wir jetzt einen Bitcoin-Automaten aufstellen oder da nicht, möglichst europaweit gleich, bis hin auch zum Thema Steuergesetzgebung, weil das aus meiner Sicht einen großen Einfluss auf den Wirtschaftsstandort hat und in Wirklichkeit die Chance verändert, wie wir in Österreich Geschäft machen können, wenn das stark unterschiedlich ist. Ich hoffe, es hat gefallen. War spannend und interessant. Wir können gerne jetzt noch in Einzelgesprächen ein bisschen weiter plaudern. Und herzlichen Dank fürs Kommen und herzlichen Dank vor allem für den Vortrag, der sehr spannend war.